Einen wunderschönen guten Abend. Sehr geehrte Frau Dr. Egedi, sehr geehrter Herr Professor Berg, sehr geehrter Herr Professor Hesse, sehr geehrter Herr Dr. Köster, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Im Namen der Volkswagen Stiftung heiße ich Sie herzlich willkommen hier im Explanatorium Herrenhausen zu einer weiteren Veranstaltung unserer Reihe Herrenhäuser Forum für Zeitgeschehen. Mein Name ist Katja Ebling und ich habe heute das Vergnügen, auch einmal einen Abend dieser Reihe ankündigen zu dürfen, die jeweils aus aktuellem Anlass historische Ereignisse aufgreift und deren Bedeutung für unsere Gegenwart und Zukunft diskutiert. Unter dem Titel Boom und Spekulationsblasen schauen wir uns heute die Weltwirtschaftskrisen von 1929, 1930 sowie 2007 und 2008 an und fragen insbesondere nach den Lehren und Erkenntnissen, die wir mit Blick auf die derzeitige Weltwirtschaftsentwicklung daraus ziehen können. Aktuell bewegen uns die Schuldenkrisen in Griechenland und Italien sowie die hohen Staatsverschuldungen in weiteren Ländern Europas. Das globale Finanzsystem und internationale Geldströme zeigen, wie anfällig unsere Welt auf massive Störfälle in der Wirtschaft reagiert, die durch tiefgreifende Wirtschaftskrisen ausgelöst werden. Das jüngste Beispiel dafür ist die große Immobilienkrise in den USA der Jahre 2007-2008, die für die schwerste Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit sorgte. Warum betrifft uns das heute? Der Wirtschaftshistoriker Harald James von der University of Princeton sagt, es sind derzeit so viele Schulden im System, dass neue dramatische Schocks stets möglich sind. Hat man also nichts gelernt aus der Vergangenheit? Bereits von 1929 bis 1932 erschütterte eine schwere Krise die Weltwirtschaft. Der Zusammenbruch der New Yorker Börse war ihr Auslöser, nicht aber die Ursache. Damals waren Aktien, nicht wie jetzt zuletzt Häuser, auf Kredit gekauft worden. In den USA und in Europa setzte sich als eine Folge zunehmend nationaler Protektionismus in der Wirtschaft durch. Das Welthandelsvolumen fiel um 25%. Die Folgen waren Massenarbeitslosigkeit, existenzielle Armut und Kriminalität sowie ein politisch deutlicher Ruck nach rechts. Wir müssen also nicht nur fragen, welche Lehren wir aus den zurückliegenden Krisen ziehen können und gezogen haben, sondern auch, ob sich eine Krise heute so wieder ereignen kann. Ich freue mich, dass wir so hochkarätige Expertise auf unserem Podium versammelt haben und danke Ihnen, liebe Frau Egedi, lieber Herr Hesse, lieber Herr Berg, lieber Herr Köster sehr, dass Sie heute unsere Gäste sind. Bevor wir gleich drei Kurzvorträge hören, möchte ich Ihnen den Moderator des heutigen Abends, Privatdozent Dr. Roman Köster, vorstellen. Roman Köster arbeitet am Lehrstuhl für neuere und neueste Geschichte der Universität Freiburg. Seine Hauptforschungsinteressen sind die Wirtschafts- und Sozialgeschichte, die Wissenschafts- und Technikgeschichte sowie die Umweltgeschichte. Bevor er nach Freiburg wechselte, war er von 2009 bis 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Wirtschafts-, Sozial- und Technikgeschichte an der Bundeswehr-Universität München, wo er sich auch habilitierte. Davor war er unter anderem Research Associate am Center for Business History an der Universität Glasgow sowie wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Herr Köster wird uns die drei Vortragenden gleich noch genauer vorstellen. Bevor ich gleich das Mikrofon an Sie übergebe, möchte ich nochmals danken, nicht nur unseren Akteuren auf der Bühne, sondern auch meiner Kollegin Annorte Wetzel, die sonst hier steht und die diesen Abend inhaltlich konzipiert hat, sowie meinen beiden Kolleginnen Celine Adrian und Gina Tiller, die den Abend hier im Schloss betreuen, sowie dem ganzen Team von Schloss Herrenhausen. Und schließlich möchte ich Sie jetzt schon im Namen der Volkswagen Stiftung einladen, im Anschluss mit uns noch ein Getränk zu sich zu nehmen und eine Brezel zu genießen und vertiefende Gespräche zu führen. Und unsere Gäste stehen Ihnen dann natürlich auch noch zur Verfügung, aber Sie werden auch am Ende hier die Möglichkeit haben, direkt Fragen an das Podium zu richten. Und jetzt wünsche ich Ihnen und uns allen einen spannenden Abend und freue mich, an Herrn Köster übergeben zu dürfen. Ja, meine Damen und Herren,
Ich möchte Sie auch von meiner Seite sehr herzlich bei der Veranstaltung Boom und Spekulationsblasen, die Weltwirtschaftskrisen 1929, 30 und 2007, 2008 begrüßen. Die Parallelisierung zweier solcher Krisen liegt dabei nahe. Die Finanzkrise seit 2007 hat wie eigentlich keine Krise nach dem Zweiten Weltkrieg die Erinnerung an die Weltwirtschaftskrise ab 1929 wachgerufen. Diese schwerste Krise des Industriezeitalters führte damals zu einem langjährigen Wirtschaftseinbruch, Arbeitslosigkeit und politischer Radikalisierung. Ohne ihren Einfluss ist die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 nicht zu erklären. Vor allem diente die Weltwirtschaftskrise, aber auch in der Finanzkrise ab 2007 als Minnetekel dafür, was eine verfehlte Reaktion des Staates auf eine Krise für verheerende Auswirkungen haben konnte. Der deutsche Staat damals verfolgte eine strikte Austeritätspolitik, die nicht nur die deflationären Tendenzen in der Wirtschaft verstärkte, sondern zugleich die Machtlosigkeit des Staates angesichts dieses historisch beispiellosen ökonomischen Einbruchs demonstrierte. Heute liegen die Dinge offensichtlich anders. Der Staat reklamiert offensiv die Verantwortung für das Wohlergehen der Wirtschaft für sich und ist bereit, im Notfall mit Milliarden oder gar Billionensummen die wirtschaftliche Entwicklung zu beschützen. Lässt sich das als ein Lernprozess beschreiben? Die Dinge liegen offensichtlich komplizierter. Nicht allein hat die historische Forschung in den letzten Jahrzehnten überzeugend nachgewiesen, dass die politischen Handlungsspielräume in der Weltwirtschaftskrise viel geringer waren, als das heutzutage der Fall ist. Zum anderen hat der staatliche Interventionismus unserer Tage das Problem der Staatsverschuldung drastisch verschärft. Das wirft zumindest die Frage auf, inwiefern die kontrazyklische Vorsorge irgendwann an ihre Grenzen stößt und ob Gesellschaften dann irgendwann wieder lernen müssen, mit Krisen zu leben. Wie schmerzhaft das ist, hat das Beispiel Griechenlands eindringlich demonstriert. Insofern erzeugen neue historische Lagen neue Probleme. Und das ist nicht zuletzt auch deshalb der Fall, weil die Strukturveränderungen der globalen Wirtschaft in der Zwischenzeit grundlegend gewesen sind. Rezepte für die damalige Situation 1929 lassen sich nicht ohne weiteres auf die heutige Lage übertragen. Dieser skeptische Befund macht den historischen Vergleich meines Erachtens jedoch gerade erst spannend. Dieser kann aufzeigen, worin der besondere Charakter der jeweiligen Krisen bestand, welche spezifische Wissen die Akteure von der Wirtschaft hatten, welche Konstellationen für das Handeln oder Nichthandeln des Staates entscheidend waren. Daraus ergeben sich keine Patentrezepte, aber ein differenzierter Blick gerade auf die Finanzkrise, die oft genug mit einer gehörigen Portion Alarmismus zur neuen großen Depression ausgerufen wurde, und in der politische Forderungen immer wieder mit Verweis auf die Lage nach 1929 gerechtfertigt wurden. Für diese Aufgabe werden heute drei Referenten zu Ihnen sprechen. Diese möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Den Anfang macht Herr Professor Manfred Berg vom Historischen Seminar der Universität Heidelberg. Herr Berg hat Geschichte, Politik und Philosophie an der Universität Heidelberg studiert und wurde 1988 mit einer Arbeit über Gustav Stresemann und dessen Verhältnis zu den Vereinigten Staaten promoviert. Anschließend arbeitete er unter anderem für längere Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Washington, bevor er sich 1998 mit einer Arbeit über die Erkämpfung des Wahlrechts der Afroamerikaner im 20. Jahrhundert habilitierte. Seit 2005 hat er die Kurt Engelhorn Stiftungsprofessur für amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg inne und ist seitdem mit mehreren wichtigen Buchveröffentlichungen hervorgetreten, unter anderem zur Geschichte der Lynchmorde in den USA oder jüngst einer Biografie über Woodrow Wilson. Er spricht heute Abend zum Thema die Verflechtung der deutschen und der amerikanischen Wirtschaft nach dem Ersten Weltkrieg. Der zweite Referent, Herr Professor Jan Ottmar Hesse, ist Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Bayreuth. Nach dem Studium von Geschichte und Volkswirtschaftslehre an der Ruhr-Universität Bochum wurde er dort 1999 mit einer Arbeit zur Geschichte der Reichspost promoviert. Die Habilitation erfolgte 2007, nun in Frankfurt, mit einer Arbeit zur Geschichte der Wirtschaftswissenschaften in der Bundesrepublik. Von 2010 bis 2015 war Jan Ottmar Hesse Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Universität Bielefeld,
bevor er schließlich nach Bayreuth auf einen neu geschaffenen Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte wechselte. Neben seinen Qualifikationsschriften ist Jan Ottmar Hesse mit mehreren Buchveröffentlichungen etwa zum Thema der Weltwirtschaftskrise hervorgetreten. Er spricht heute Abend zum Thema politische Handlungsspielräume in der Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1931. Eine aktuelle Perspektive bietet schließlich die letzte Referentin der heutigen Veranstaltung, Frau Dr. Stefanie Egidi. Sie forscht als Juristin und Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut für Gemeinschaftsgüter in Bonn. Nach zwei mehr als ausgezeichneten juristischen Staatsexamen und verschiedenen Studien- und Forschungsaufenthalten in den USA wurde Frau Egidi 2016 an der Universität Würzburg mit einer Arbeit zum Thema Finanzkrise und Verfassung promoviert. Sie spricht heute Abend über das Thema Handlungsoptionen für die Bundesrepublik Deutschland und die USA in den Finanzkrisen des 21. Jahrhunderts. Ich freue mich sehr auf die Vorträge und bin gespannt, welche gegenwärtigen, historischen und vergleichenden Perspektiven sich anschließend in der Podiumsdiskussion ergeben. Vielen herzlichen Dank. Liebe Frau Ebeling, Herr Köster, herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend an dieser Veranstaltung im Rahmen des Forums für Zeitgeschichte teilnehmen darf. Auch deshalb, weil sie mir die Gelegenheit gibt, wieder einmal zu den Wurzeln meiner wissenschaftlichen Biografie zurückzukehren, nämlich den deutsch-amerikanischen Beziehungen nach dem Ersten Weltkrieg. Wie Herr Köster eben erwähnt hat, habe ich vor etwas über 30 Jahren über Gustav Stresemann und die Vereinigten Staaten von Amerika, weltwirtschaftliche Verflechtung und Revisionspolitik promoviert. Allerdings bin ich, und das möchte ich ehrlicherweise gleich zugeben, kein Wirtschaftshistoriker, sondern ein Politikhistoriker, der sich aber immer für die Interdependenz zwischen Wirtschaft und Politik interessiert hat. Wie sehr der Primat der Politik auch heute die internationalen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen bestimmt, bedarf keiner näheren Erläuterung angesichts eines US-Präsidenten, der Handelskriege für nützlich und gewinnbar hält. Die Verflechtung der deutschen und amerikanischen Wirtschaft nach dem Ersten Weltkrieg stand in noch viel stärkerem Maße unter dem Einfluss politischer Leidenschaften. Eine wirtschaftliche Gesundung von Siegern und Besiegten hing vor allem vom Vertrauen in die politische Stabilität der Nachkriegsordnung ab. Eine Schlüsselrolle fiel dabei den USA zu, die nach dem Ersten Weltkrieg zur weltwirtschaftlichen Führungsmacht aufgestiegen waren, sich politisch aber wieder zurückzogen, als der US-Senat 1920 den Beitritt zum Völkerbund, im Übrigen ein Projekt des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, endgültig ablehnte. Der Kriegsverlierer Deutschland stand demgegenüber nach dem Krieg militärisch und politisch zunächst machtlos da. Neben erheblichen territorialen Verlusten bürdete der Friedensvertrag dem Reich schwere wirtschaftliche Lasten auf, darunter eine einseitige Meistbegünstigungsklausel, die Überlassung von Patenten, die Abtrennung schwerindustrieller Kerngebiete wie der Saar und Oberschlesien und vor allem nach oben offene Reparationsforderungen. Hinzu kamen gigantische Kriegsfolgelasten im Innern, deren Finanzierung vorläufig mit der Notenpresse erfolgte. Ob sich die neue republikanisch-demokratische Ordnung konsolidieren würde, erschien angesichts rechts- und linksextremer Fundamentalopposition und akuten Massenelends höchst zweifelhaft. Andererseits jedoch hatten, so lautete das Mantra aller deutschen Regierungen der 20er Jahre, auch die Sieger ein vitales Interesse an einer wirtschaftlichen Gesundung Deutschlands, ohne die die Leistung etwa der Reparationen unmöglich sein würde. Wenn sich bei den Siegern erst die Erkenntnis durchsetze, dass der Versailler Vertrag aller wirtschaftlichen Vernunft hohn sprach, so die Hoffnung, würde man mit der Forderung nach Revision der Friedensbedingungen Gehör finden.
Vor diesem Hintergrund ergab sich eine begrenzte ökonomisch-politische Interessenparallelität zwischen den USA und Deutschland, die in der Ära Stresemann, also vor allem ab 1923, maßgeblich zur wirtschaftlichen und politischen Stabilisierung wie zur außenpolitischen Rehabilitierung beitrug. Und ich muss es natürlich bei einer kurzen Skizze belassen. Deutschland hatte nach dem Ersten Weltkrieg einen immensen Bedarf an Nahrungsmittelimporten, Kapital und Investitionen. Die US-Wirtschaft hatte demgegenüber einen hohen Produktions- und Kapitalüberschuss und fiel 1920/21 in eine scharfe Nachkriegsrezession. Die rasche Wiederbelebung der deutsch-amerikanischen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen der Vorkriegszeit lag also auch im Interesse der Amerikaner. Andererseits blieben deutsche und amerikanische Unternehmen weiterhin Konkurrenten. Die Deutschen wollten so schnell wie möglich ihre Marktanteile zurückerobern. Die US-Handelspolitik blieb nach innen protektionistisch und zielte tendenziell darauf ab, ausländische Konkurrenz, damit auch die deutsche, auf Drittmärkten zu schwächen. Das deutsche Kalkül beruhte auf der Erwartung, dass das amerikanische Interesse am deutschen Markt und an der Sicherung privater Anleihen und Investitionen die USA zum Verbündeten deutscher Revisionsforderungen machen werde. Diese Hoffnungen erfüllten sich, solange die deutsche Revisionspolitik maßvoll blieb, im Einvernehmen mit den europäischen Siegermächten erfolgte und amerikanischen Interessen entsprach. Bis zum Oktober 1929, als Gustav Stresemann, der Architekt der Revision durch weltwirtschaftliche Verflechtung, starb und der New Yorker Börsencrash die Weltwirtschaftskrise lostrat, hatte diese ökonomisch-politische Interessenparallelität Bestand. Noch vor der Unterzeichnung des Friedensvertrages bemühten sich US-Unternehmen um die Wiederaufnahme der Handels- und Geschäftsbeziehungen zu Deutschland. Die US-Landwirtschaft, die massive Überkapazitäten aufgebaut hatte, wollte gerne Nahrungsmittel an die hungernden Deutschen liefern, doch im Gegenzug musste Deutschland seine Handelsflotte überstellen und seine Goldreserven verpfänden. Lebensmittel bildeten zunächst das Gros der US-Exporte nach Deutschland, die bereits 1921 wieder das Vorkriegsniveau erreichten. Auch die Kooperationen und Kartellabsprachen zwischen der AEG und General Electrics aus der Vorkriegszeit sowie zwischen Siemens und Westinghouse, also vor allem im Rahmen der Elektroindustrie, wurden wieder aufgenommen. Ein US-Kupferhersteller übernahm 1920 Aktienanteile der AEG. Die offizielle US-Handelspolitik unterstützte Exporte nach Deutschland ebenso wie Kapitalbeteiligungen an deutschen Unternehmen, doch standen die politische Unsicherheit, die ungeklärte Reparationsfrage und die inflationäre Fiskalpolitik des Reiches vorerst einem stärkeren Engagement der US-Wirtschaft entgegen. Die Inflation erschien den Amerikanern als Grundübel, denn sie verbilligte zwar Investitionen in Deutschland, verteuerte aber US-Waren, während sie der deutschen Exportwirtschaft einen Boom bescherte. So erlangte etwa die deutsche Chemieindustrie schon 1921 ihre starke Stellung auf dem US-Markt zurück. Aus Sicht der Amerikaner war mit einer Währungsstabilisierung nicht zu rechnen, solange die alliierten Reparationsforderungen und die deutschen Leistungen nicht der deutschen Zahlungsfähigkeit angepasst wurden. Tatsächlich jedoch eskalierte der Konflikt um die Reparationen 1922/23, als Frankreich und Belgien das Ruhrgebiet besetzten, um sich produktive Pfänder zu sichern. Der passive Widerstand gegen die Besatzung führte zur Hyperinflation, Putschversuche von links und rechts und separatistische Umtriebe brachten das Deutsche Reich an den Rand des politischen Zusammenbruchs. Die Deutschen hofften auf eine Intervention der Briten und Amerikaner, aber die US-Politik wartete ab, bis beide Seiten zur Vernunft kamen. Mit dem Abbruch des Ruhrkampfs und der Währungsstabilisierung schuf die Regierung Stresemann im Herbst 1923 die Voraussetzung für ein angloamerikanisches Eingreifen, dem sich auch Frankreich beugen musste.
Der von angloamerikanischen Finanzexperten Anfang 1924 erarbeitete und nach dem US-Bankier Charles Dawes benannte Plan sah deutsche Jahreszahlungen vor, die bis 1929 auf 2,5 Milliarden Goldmark steigen sollten. Zur Sicherheit wurden Industriewerte und die Reichsbahn verpfändet. Die Abwicklung der Reparationszahlungen wurden einem amerikanischen Generalagenten übertragen, der dafür sorgen sollte, dass die Zahlungen nicht den deutschen Auslandskredit und die Stabilität der Währung gefährdeten. Im Gegenzug verpflichtete sich Frankreich zur Räumung des Ruhrgebiets. Der Dawes-Plan sah außerdem eine Anschubfinanzierung durch eine internationale Anleihe von 800 Millionen Goldmark vor, die an der Wall Street willige Zeichner fand. Mit dem Dawes-Plan ging die Dollarsonne über Deutschland auf. Bis 1930 strömte US-Kapital in Höhe von rund 3 Milliarden US-Dollar ins Land. Das entspricht in etwa dem Doppelten der Marshall-Plan-Hilfe nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit den Dollars finanzierten die Unternehmen und die öffentlichen Körperschaften zahlreiche Investitionen. Die wirtschaftliche und politische Stabilisierung der Weimarer Republik sowie relativ niedrige Löhne und Steuern lockten nun auch hohe amerikanische Direktinvestitionen an, die bis 1930 einen Gesamtwert von knapp 220 Millionen Dollar erreichten. Zahlreiche US-Unternehmen errichteten eigene Werke in Deutschland. Am bekanntesten sind sicher die Ford-Werke in Berlin und Köln, die Übernahme von Opel durch General Motors. Zusammen beliefen sich die Investitionen der US-Autobauer auf etwa 53 Millionen Dollar. US-Firmen dominierten auch die Film- und Schallplattenindustrie sowie die Herstellung von Büromaschinen. Die sogenannte Amerikanisierung der deutschen Wirtschaft war allerdings keine Einbahnstraße. Die deutsche Elektroindustrie und die Chemieindustrie bauten ihre starke Stellung auf dem amerikanischen Markt durch Direktinvestitionen, vor allem aber durch Joint Ventures mit US-Konkurrenten auf, also etwa zwischen IG Farben, Standard Oil, DuPont und so weiter. Es gab neben Kapitalverflechtungen auch personelle Verflechtungen. So wurde etwa Karl Bosch Mitglied im Aufsichtsrat von Ford Deutschland und der amerikanische Manager Owen D. Young im Aufsichtsrat der AEG. Young hatte bereits maßgeblich am Dawes-Plan mitgewirkt und leitete 1929 das Expertenkomitee zu seiner Revision, als absehbar war, dass Deutschland seine Reparationszahlungen nicht würde vollständig leisten können. Denn der Zustrom der US-Anleihen hatte zwar eine Scheinblüte ermöglicht, aber keineswegs dazu geführt, dass die deutsche Wirtschaft in der Lage war, die Reparationslasten aus Exportüberschüssen zu erwirtschaften. In gewisser Hinsicht ging damit das deutsche Reparationskalkül auf, dass im Krisenfall die privaten Schulden Vorrang haben und die Reparationslasten entsprechend reduziert werden mussten. In der Tat verringerte der Young-Plan die deutschen Zahlungen, schaffte die Finanzkontrollen ab, ließ eine neue Anleihe fließen und ermöglichte die vorzeitige Räumung der Rheinlande von alliierten Besatzungstruppen. Gleichwohl attackierte die nationalistische Rechte den Plan als Versklavung des deutschen Volkes. Die Hoffnung, er werde das internationale Finanzsystem stabilisieren, erfüllte sich nicht. Schon Mitte 1928 war es zu einem ersten Einbruch der US-Kapitalexporte nach Deutschland und ganz Europa gekommen. Der Börsenkrach vom Oktober 1929 führte dann zu einem fast vollständigen Anleihestopp. Die Hauptverantwortung dafür, dass die internationale Schuldenproblematik, zu der übrigens auch die Verschuldung der Alliierten in den USA aus dem Ersten Weltkrieg gehörte, eine Summe von etwa 10 Milliarden US-Dollar, nur für England und Frankreich, diese Verantwortung wird ganz überwiegend dem systemwidrigen Verhalten der USA zugeschrieben. Der Weltgläubiger wollte möglichst viele Waren und Kapital exportieren. Er war aber nicht bereit, seine heimischen Märkte zu öffnen, damit die Europäer auch genügend Dollars verdienen konnten, um Importe und Zinsen bzw. Reparationen und Kriegsschulden zu bezahlen. In Wirklichkeit hielt vor allem der Zustrom privater US-Kredite
den Zahlungskreislauf in Gang. Einige Historiker sehen allerdings das systemwidrige Verhalten mindestens genauso auf deutscher Seite, die eben nicht bereit gewesen sei, die erforderliche Fiskaldisziplin aufzubieten, um die privaten und politischen Auslandsschulden zu bedienen. Statt Reparationen zu zahlen, so das Argument, habe Deutschland durch später nicht zurückgezahlte Anleihen seine ehemaligen Kriegsgegner geschröpft. Wen diese Kontroverse nun an die Gegenwart erinnert, liegt nicht ganz falsch. Viele der Fragen, die sich im Hinblick auf die Schuldenverhältnisse der Zwischenkriegszeit stellen, sind auch heute in der Zeit der Schulden- und Eurokrise wieder hochaktuell. Ist Zahlungsfähigkeit eine Frage der wirtschaftlichen und finanziellen Kraft oder gibt es gewissermaßen politische Grenzen von Zahlungsfähigkeit? Müssen Auslandsschulden Vorrang vor dem heimischen Konsum der Bevölkerung haben? Ich denke, die Griechen haben dazu eine Meinung. Müssen sie bedient werden, auch wenn dies den sozialen Frieden und die politische Stabilität gefährdet? Welchen Nutzen und welche Risiken bringen Auslandsschulden für Volkswirtschaften und Gesellschaften mit sich? Im Hinblick auf unsere Leitfrage nach den politischen Handlungsspielräumen lässt sich feststellen, dass die finanzielle und wirtschaftliche Verflechtung zwischen Deutschland und den USA zwar zu einer kurzen wirtschaftlichen Erholung beitrug, aber nicht zu einer dauerhaften Stabilisierung der Weimarer Republik oder gar der europäischen Friedensordnung. Im Unterschied zur US-Politik nach dem Zweiten Weltkrieg war die sogenannte amerikanische Stabilisierungspolitik nach dem Ersten eben nicht in ein außenpolitisches Gesamtkonzept eingebettet. Dafür fehlten in den USA allerdings die innenpolitischen Voraussetzungen. Keine US-Regierung hätte nach 1920 das Risiko eingehen können, sicherheitspolitische Verpflichtungen in Europa zu übernehmen, ebenso wenig wäre eine drastische Reduzierung der interalliierten Kriegsschulden durchsetzbar gewesen. Auch für die deutsche Politik waren die Handlungsspielräume eng begrenzt. In der berühmten Kontroverse, ob es Alternativen zu der ja von Herrn Koster erwähnten Sparpolitik der Reichsregierung unter Heinrich Brüning gegeben hätte, ist immer wieder darauf hingewiesen worden, dass Deutschlands Verpflichtungen aus dem Young-Plan einer expansiven Geldpolitik und einer Abwertung der Reichsmark entgegenstanden. Aber dazu, vermute ich, wird nun Herr Kollege Hesse etwas mehr sagen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Frau Ebeling, ganz herzlichen Dank für die Einladung nach Hannover und Ihnen und der VW-Stiftung zu dieser sehr, sehr schönen Veranstaltung. Und auch Roman Köster, herzlichen Dank für die nette Einführung. Roman Köster hat verschwiegen, dass er einer meiner Co-Autoren ist in dem Buch über die Weltwirtschaftskrise, sodass wir einen ausgesprochen kompetenten Moderator hier haben, der auch selber den Vortrag hier, den jetzt hier hätte halten können. Mir kommt die Aufgabe zu, die Weltwirtschaftskrise in 15 Minuten darzustellen. Das ist nicht so ganz einfach und ich habe deshalb versucht, das auf die Frage der politischen Handlungsspielräume hin zu fokussieren, die Herr Berg dankenswerterweise ja schon etwas eingeleitet hat. Ich beginne mit diesem Bild. Dieses Bild kennen Sie sicherlich alle, das ist die Menschenmassen, die sich an der New Yorker Wall Street versuchen, Informationen darüber zu beschaffen, wie denn eigentlich die aktuellen Kurse sind von ihren Aktien. Denn der Börsenticker konnte das zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr abbilden, weil so viele Aktien gehandelt worden sind, dass er nicht mehr nachkam. Deshalb musste man da hingehen und deshalb sind da so viele Menschen, die versucht haben herauszubekommen, wie reich oder wie arm sie denn eigentlich jetzt nun sind in diesem Moment. Wichtig ist an der Stelle zu erwähnen, und das hat Frau Ebeling in ihrer Anmoderation ja auch schon getan, dass die Börsenkrise vom 29. Oktober 1929, also ungefähr vor 90 Jahren, der Auftakt zur Weltwirtschaftskrise gewesen ist, aber eben nicht deren Ursache.
Es gibt mehrere Börsenkrisen, die später ähnliche Kurseinbrüche zu verzeichnen hatten, die wesentlich weniger gravierend gewirkt hat. Deshalb muss man gewirkt haben in Deutschland, in den USA. Deshalb muss man wirklich betonen, dass diese Börsenkrise nur deshalb fatal wirken konnte, weil sie auf Strukturprobleme traf, die in der Weltwirtschaft schon vorhanden gewesen sind. Und ein wichtiges Strukturproblem hat Herr Berg sehr ausführlich bereits behandelt, nämlich das sogenannte Schuldenkarussell. Ich fange also jetzt hier aufgrund meines Vorredners erstmal mit dem mittleren Punkt an. Die spezifische Regelung der Reparationszahlungen belastete die globalen Finanzmärkte schon eigentlich seit den frühen 1920er Jahren. Hier erfolgte nämlich nichts anderes, als dass die Deutschen ihre Reparationsleistung an Frankreich und England im Wesentlichen mit Krediten aus den USA bezahlten. Und Frankreich und England zahlten ihre Schulden in den USA mit dem Geld, was sie aus Deutschland erhielten. Es entstand also ein Schuldenkarussell, wie das in der Literatur genannt wurde, was dann fatal wirkt, wenn auf einmal die Kredite ausbleiben aus den USA. Dann stoppt dieses ganze Karussell und reißt die Finanzmärkte mit sich. Und ein wichtiges Moment, warum das stoppt, ist eben die Börsenkrise gewesen. Es gab noch andere Strukturprobleme, die ich etwas weniger ausführlich oder eigentlich gar nicht ausführlich behandeln kann. Da könnte man auch sehr viel drüber sagen. Also es gab einen Preisverfall wichtiger Welthandelsgüter, vor allen Dingen auch Nahrungsmittel, die eigentlich auf der gesamten Welt Landwirte unter Druck setzten. Die konnten eigentlich ihre Hypotheken und ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Und das war auch ein zentrales Problem in den USA, aber auch in der Weimarer Republik. Und ein drittes Thema, was sehr kompliziert ist, eigentlich zu kompliziert, um es hier ausführlich zu behandeln, ist der sogenannte Goldstandard, der nichts anderes besagt, als dass die Währung der wichtigen Handelsländer in den 1930er Jahren 1920er und 1930er Jahren in einem System fester Wechselkurse sich befanden, was auf einer festen Goldparität beruhte. Und das Einzige, was an der Stelle wichtig ist, jetzt zu erwähnen für die weitere Diskussion, dass das die Handlungsspielräume der Politiker eingeengt hat. Die hätten ansonsten, wenn es diesen Goldstandard nicht gegeben hat, ihre Währung abwerten können und hätten damit einige ökonomische Probleme im Inland vermeiden können. Das sind die Strukturprobleme, die man kennen muss, um zu verstehen, warum aus dieser eigentlich nicht sehr übermäßig starken Börsenkrise eine Weltwirtschaftskrise werden konnte. Das ist der Mechanismus, der dann einsetzt. Durch den Abzug von Krediten, von amerikanischen Krediten aus Europa, also vor allen Dingen auch aus der Weimarer Republik, aber auch aus anderen europäischen Ländern. Die USA waren auch in Südamerika sehr stark investiert. Auch dort wurden Kredite abgezogen. Also es ist nicht nur ein europäisches Phänomen. Dadurch stoppt dieses Schuldenkarussell. Einige Staaten, allen voran natürlich die Weimarer Republik, geraten in Zahlungsschwierigkeiten. Auch private Unternehmen, vor allen Dingen Banken, Unternehmen, Privatunternehmen, Aktiengesellschaften, sowohl in den USA als auch in Europa, können ihre Rechnung nicht mehr bezahlen und müssen Insolvenz anmelden. Und das Ende ist der Einbruch der Produktion, und zwar insbesondere der Industrieproduktion, also die Automobilwerke, die Herr Berg eben auch genannt hat, die stellen über Nacht ihre Produktion ein, und das Ganze führt zu einer ganz brachialen Massenarbeitslosigkeit. Die Massenarbeitslosigkeit, das darf man auch nicht vergessen, führt dann wiederum zu einem Einbruch der Konsumnachfrage, die eben wiederum dazu führt, dass weitere Unternehmen zusammenbrechen. Was hier also passiert ist, dass ein ganz typischer Teufelskreis ausgelöst worden ist. Und diese Arbeitslosigkeit in den 1920er Jahren ist schon unvergleichlich. Das sind Arbeitslosenquoten in Deutschland und in den USA. Und dieses Bild kennen Sie sicherlich. Das ist im kollektiven Gedächtnis der Deutschen wirklich mehr oder weniger eingeschrieben. Die Arbeitslosenquoten in den USA waren, das ist die durchgezogene schwarze Linie, stiegen bis auf 25% aller Erwerbstätigen im Deutschen Reich, in der Weimarer Republik
bis auf 30% aller Erwerbstätigen. Und Sie müssen sich immer vorstellen, das sind Zahlen, die im Landesdurchschnitt erreicht werden. Das heißt, in einigen Städten, in einigen Regionen ist die Arbeitslosigkeit sogar noch viel höher. Kann man sich gar nicht drastisch genug vorstellen. Das passiert in einer Situation, wo es wirklich nur rudimentäre Sozialversicherungssysteme gab. In den USA überhaupt keine Arbeitslosenversicherung, in Deutschland wirklich eine minimale Arbeitslosenversicherung, sodass die Arbeitslosigkeit in diesen Gesellschaften unmittelbar zu Hunger und Armut und Obdachlosigkeit führt. Nur weil wir ja über die historischen Vergleiche gesprochen haben, ganz am Anfang. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Unterschied. Hier habe ich einmal dieses sehr berühmte Bild der Fotografin Dorothy Lange bemüht, um auch diese Situation in Erinnerung zu rufen, das allerdings nicht direkt aus der Weltwirtschaftskrise stammte, sondern von 1935, von der sogenannten Dust Bowl-Katastrophe in den USA, also einer Landwirtschaftskatastrophe, einer Naturkatastrophe. Und das andere sind, vielleicht ist der eine oder andere von Ihnen schon mal durch den Central Park in New York geschlendert und hat sich dort erfreut an den Bäumen und Wiesen, die es da gibt. So sah der aus 1931. Dort wurden nämlich einfach alles abgeholzt und Häuser für die Obdachlosen und Äcker angelegt. Kommen wir jetzt dann also zu dem zentralen Thema, was die Wirtschaftsgeschichte, die wirtschaftshistorische Forschung am Beispiel der Weltwirtschaftskrise eigentlich anstrebt oder was sie interessiert ist. Wäre es nicht möglich gewesen, dass Politiker, voraussehende, verantwortliche Politiker diese Weltwirtschaftskrise vielleicht nicht verhindern, aber doch sehr stark abschwächen könnten? Und die zentrale Auseinandersetzung, die es in diesem Zusammenhang zu führen gilt, gilt der Frage, ob es eine Austeritätspolitik gegeben hat, beziehungsweise ob diese Austeritätspolitik, also die Politik des ausgeglichenen Staatshaushaltes, vielleicht übertrieben worden ist und ob man nicht auf der anderen Seite mit großen Konjunkturprogrammen es erreicht hätte, dass die Menschen zumindest nicht so zahlreich in die Arbeitslosigkeit und in die Armut zurückfallen. Das ist eine zentrale Krise, eine zentrale Forschungsfrage und eine zentrale Forschungsdiskussion. Ich möchte an der Stelle einen ganz wichtigen Gedanken formulieren, den es dabei zu bedenken gilt, nämlich für uns ist das heute nachträglich sehr einfach zu entscheiden. Wir wissen ja, dass es eine Weltwirtschaftskrise gegeben hat. Die zentrale Schwierigkeit für die Akteure ist aber, wann konnte man wissen, dass es eine Weltwirtschaftskrise geben würde? Am Anfang war das ja erstmal nur ein Börsenkrach, den hatte man immer schon mal erlebt. Ab wann konnten die Akteure wissen, dass sich dieser Börsencrash zu einer globalen Wirtschaftskrise entfalten würde? Und erst dann konnten die ja aktiv werden und mit Konjunkturprogrammen und so weiter eventuell aktiv werden, um die Krise zu moderieren. Es ist einiges tatsächlich auch gemacht worden. Es sind Arbeitsbeschaffungsprogramme lanciert worden. Und ich werde jetzt auch zum Teil eben die USA mit einbeziehen. In den USA etwas später, in der Weimarer Republik etwas früher. Aber in beiden Ländern letztlich zu spät. Es ist versucht worden, Investitionsförderung zu betreiben. In der Weimarer Republik war das im Wesentlichen Steuermaßnahmen unter Franz von Papen. Auch das ist eine Maßnahme, die eigentlich nicht sehr viel gebracht hat, weil sie viel zu geringes Volumen hatte und weil sie letztlich einen zu großen Wirkungsverzögerung hatte. Also die Folgen von dieser Investitionsförderung waren im Grunde erst spürbar, nachdem die Krise schon fast vorbei war. Ich möchte etwas ausführlicher auch im Hinblick auf den nachfolgenden Vortrag nochmal die Fragen zur Stabilisierung des Bankensektors einbeziehen und ganz am Schluss einen ganz kurzen Blick auf den Protektionismus werfen. Letztlich nur, weil ich so eine schöne Karikatur habe, die ich Ihnen unbedingt zeigen will. Ansonsten ist das Thema vielleicht heute etwas abseitig. Und da beziehe ich mich vor allen Dingen auf die USA, weil das hier die wichtige Rolle spielte. Der Präsident Hoover, der in der Weltwirtschaftskrise amerikanische Präsident gewesen ist, hat nämlich versucht, zunächst tatsächlich den Bankensektor zu stabilisieren. Das war der erste Ansatzpunkt zur Krisenbekämpfung. Das hat er zunächst versucht, indem er freiwillige Sicherungsfonds versuchte aufzubauen, in die die Banken einbezahlt haben. Man muss aber wissen, dass das amerikanische Bankensystem
System an sich extrem marode waren. In den USA gab es im Ende der 20er Jahre 25.000 Banken, die alle kleinräumlich regional aktiv waren und eigentlich faktisch keine Einlagensicherung haben. Nur ein Drittel von diesen Banken war Mitglied der FED, wo es eben solche Sicherungsmöglichkeiten gab. Und von diesen 25.000 Banken, das war völlig normal, brachen jedes Jahr 600 zusammen und rissen die ganzen Ersparnisse mit sich. Daran hatte man sich gewissermaßen gewöhnt. Jetzt musste man also in der Weltwirtschaftskrise überhaupt erstmal verstehen, dass es jetzt auf einmal mehr Banken sind, die zusammenbrechen und da eben entsprechend aktiv werden. Das tat man mit diesen Maßnahmen, die ich hier aufgeschrieben habe, in zwei aufeinanderfolgenden Gesetzespaketen, den Glass-Steagall Acts, also dem ersten und dem zweiten Glass-Steagall Act. Und letztlich ist die Idee dahinter, dass man eine staatliche Bank gründet, die in der Kreditklemme zusätzlichen Kredit verleiht an unterschiedliche Banken und auch an Eigenheimbesitzer. Denn auch in der Weltwirtschaftskrise in den USA waren die überschuldeten Eigenheimbesitzer ein zentrales Problem und ein zentraler Krisenbeschleuniger. Ich sage das hier an der Stelle nur deshalb, weil diese Institutionen, die man damals einführte, in der jüngeren Finanzkrise auf einmal wieder auftauchten und insbesondere diese aus der Federal Home Loan Bank entstandene Hypothekenbank Fannie Mae, die 1938 gegründet worden ist oder umgewandelt worden ist, die hat unrühmliche Berühmtheit erlangt, weil die nämlich dafür zuständig war für die Verbriefung der toxischen Subprime-Kredite, also der unterwertigen Hauskredite. Das hat diese Fannie Mae gemacht, die in der Weltwirtschaftskrise eigentlich erst geschaffen worden ist. Eine ganz interessante Geschichte. Und auch dieses zweite Glass-Steagall Act, mit dem man das sogenannte Trennbankensystem einführte, wo man den Banken nämlich verboten hat, beides zu machen, Investmentbanking und das Spargeschäft, also sozusagen die Sparguthaben von den Privathaushalten nehmen und an der Börse spekulieren und verzocken, das wollte man damit unterbinden und deshalb hat man das Trennbankensystem eingeführt im zweiten Glass-Steagall Act und dieses Gesetz hat Bill Clinton 1999 revidiert und auch das wird in der jüngeren Diskussion immer mal wieder als ein Grund für die Entstehung der jüngsten Finanzkrise angesehen. Komme ich zu der Folie mit der Karikatur, die ich Ihnen unbedingt zeigen wollte. Was haben die Politiker versucht, als sie gemerkt haben, dass die Bankenregulierung nicht richtig klappt? Sie haben versucht, die Zölle zu erhöhen. In den USA ist das eigentlich die ganze Zeit eine Politik gewesen, also keine unmittelbare Folge der Weltwirtschaftskrise, sondern dieses Gesetz mit den hohen Zöllen gab es schon vorher die Idee dazu. Man hat es aber nun beschleunigt durchgesetzt. Diese anderen Maßnahmen, die ich aufgeschrieben habe, sind letztlich genau solche protektionistischen Maßnahmen. Sie führen dazu, dass die Einfuhr schwieriger ist in diese Länder. Und diese Karikatur finde ich deshalb so schön, weil natürlich als die Amerikaner 1930 ihr Zollgesetz eingeführt haben mit 50% Zöllen, die Kanadier reagiert haben. Und diese Karikatur ist aus einer kanadischen Zeitung. Die haben also auch eine Zollmauer aufgebaut. Und ich finde die deshalb so schön, weil ganz oben auf der Fahne, vielleicht kann man es gar nicht mehr so richtig gut lesen, steht Canada first. Also, wenn man das zusammenfassen will, die Börsenkrise eskalierte aufgrund von Strukturproblemen der Weltwirtschaft. Arbeitslosigkeit und Hunger waren direkte, dramatische Folgen. Man hat versucht, mit Beschäftigungspolitik dagegen zu agieren, aber in einem sehr geringen Umfang und letztlich auch viel zu spät. Man hat versucht, den Finanzsektor zu stabilisieren, hat aber unterschätzt, dass die Folgen oder die Wirkung von diesen Maßnahmen eigentlich viel zu spät eingetreten sind, um die Menschen tatsächlich wieder in Lohn und Brot zu bringen. Und was man dann gemacht hat, ist Protektionismus. Und das führte tatsächlich zum Zusammenbruch der Weltwirtschaft, zum Zusammenbruch des Welthandels. Und das ist eigentlich die gravierendste Folge der Weltwirtschaftskrise. Vielen Dank. Guten Abend. Ich danke auch ganz herzlich für die Einladung und möchte
meinen Vortrag jetzt zum Anlass nehmen, eine juristische Perspektive beizutragen und gleichzeitig 80 Jahre von der Weltwirtschaftskrise in die Zukunft zu springen, und zwar zur Finanzkrise 2007 bis 2009, die ja jetzt mittlerweile auch schon wieder 10 Jahre her ist. Und diese Finanzkrise 2007 bis 2009 scheint in Deutschland und den USA ein Phänomen von gestern zu sein. Das heißt, heute beherrschen ganz andere Krisen das politische Tagesgeschäft, wie Sie sicherlich alle wissen. Aber für eine Aufarbeitung der Probleme des Finanzkrisenmanagements blieb bislang kaum Raum. Und das gilt vor allem auch für Europa, wo die Finanzkrise fast übergangslos von der europäischen Staatsschuldenkrise abgelöst wurde. Und bis heute fehlt aber auch eine intensive Diskussion darüber, welche Handlungsmöglichkeiten aus rechtlicher Sicht eigentlich im Finanzkrisenmanagement bestanden und ob das, was getan wurde, alternativlos war oder ob das deutsche Grundgesetz vielleicht für Deutschland zumindest Kompensationsmöglichkeiten sogar gefordert hätte, so wie ich meine, mit Transparenz und Kontrolldefiziten umzugehen. Und aber ohne eine solche Analyse verpassen wir natürlich die Chance, und das wurde vorhin schon angesprochen, eine mögliche nächste Krise besser zu bewältigen und aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit der Finanzkrise, aber auch mit der Weltwirtschaftskrise, aus denen zu lernen. Und eine solche Diskussion ist auch gerade zur Bewahrung unserer Demokratie erforderlich. Denn die Demokratie lebt von der Rechtfertigung der Staatsgewalt gegenüber dem Staatsvolk. Und bleiben aber dann diese handlungsleitenden Erwägungen und die genauen Details der Stabilisierung im Verborgenen, dann droht das ganz stark durch eben so einen Ausschluss der Öffentlichkeit, der Opposition, der Bevölkerung, der Medien zu einem politischen Verdruss zu führen, der eine Erosion des Demokratieprinzips befördert. Und lassen Sie uns deshalb einen Blick auf die Handlungsoptionen werfen. Dazu möchte ich gerne 4 Fragen stellen und beantworten. Und zwar erstens, vor welche Herausforderungen stellen Finanzkrisen, insbesondere die Finanzkrise 2007 bis 2009? Zweitens, welcher staatliche Akteur ist überhaupt in der Lage zu handeln? Drittens, welche Optionen stehen zur Auswahl und wovon könnte die Erwägung für oder gegen die jeweilige Maßnahme in rechtlicher Perspektive abhängen? Und viertens, welche verfassungsrechtlichen Anforderungen müssen diese Maßnahmen erfüllen? Meine Analyse soll der Rhetorik der Alternativlosigkeit den Boden entziehen und gleichzeitig die Bedeutung von Kontrolle und Transparenz für die deutsche Perspektive hervorheben und auch zeigen, wie wir trotz aller Unzulänglichkeiten der amerikanischen Lösung der Finanzkrise doch in dieser Hinsicht von den USA lernen können. Zur ersten Frage: Welche Herausforderungen stellt also die Finanzkrise? Oder muss man nicht überhaupt überlegen, ob jede Finanzkrise so einzigartig ist, dass wir allgemeine Handlungsspielräume vielleicht gar nicht herausarbeiten können? In der Tat, wie wir jetzt gerade gesehen haben, hat natürlich jede Krise ganz besondere institutionelle Hintergründe. Es zeigt sich aber doch, dass bestimmte Zielkonflikte sie alle gemeinsam haben. Und vergleicht man sozusagen diese Zielkonflikte, dann würde ich daraus Folgendes schließen. Und zwar, die Besonderheit der Finanzkrise 2007 bis 2009 mag ein Stück weit die systemische Verflechtung der Banken untereinander gewesen sein. Wir haben vorhin schon gehört, die sozusagen Subprime-Kredite, die immer weiter verbrieft wurden und dazu geführt haben, dass im Grunde genommen die Krise, die Immobilienkrise und die Zahlungsunfähigkeit der jeweiligen Schuldner sich fortsetzen konnte durch die Bilanzen und im Grunde genommen verhindert werden musste, dass die Insolvenz einer systemrelevanten Institution sich so im Ketten, ja, als Kettenreaktion oder als Wasserfallprinzip sich auf andere Banken fortsetzte. Und deswegen, wegen dieser besonderen systemischen Dimension, spielte Vertrauen eine ganz besondere Rolle. Und gerade die Herstellung von Vertrauen ist eine der großen Herausforderungen dieser Krise gewesen. Der Staat musste nämlich, und das ist häufig der Fall, in großer Zeitnot unter hoher Unsicherheit entscheiden, weil zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht klar war, was wir heute wissen, was die genauen Mechanismen dieser Krise waren. Gleichzeitig musste effektiv mit staatlichen Ressourcen oder sollte effektiv mit staatlichen Ressourcen umgegangen werden. Der Staat musste nun sicherstellen, dass Vertrauen geschaffen wurde und die Maßnahmen für Marktteilnehmer
weitgehend vorhersehbar waren. Das Problem dabei ist natürlich, das begründet einen gewissen sogenannten Moral Hazard, in dem je vorhersehbarer und berechenbarer die Maßnahmen sind, es Anreize schafft, dass Banken gerade diese ausnutzen und eben weiterhin risikoreich agieren. Welcher staatliche Akteur kann nun überhaupt diese Zielkonflikte lösen? Und zwar zunächst einmal spielt in Finanzkrisen regelmäßig die Exekutive eine große Rolle und die ist sozusagen eine erste Verteidigungslinie in einem Moment, in dem wir erkennen, möglicherweise muss gehandelt werden. Oft sind das die Zentralbanken, die für Liquidität sorgen. Aber ein Blick auf die Geschehnisse der Finanzkrise 2007 bis 2009 zeigte auch, dass sowohl in den USA als auch in Deutschland die Gesetzgeber sehr schnell reagierten. In Deutschland wurde im Oktober 2008 innerhalb von nur 4 Tagen das Finanzmarktstabilisierungsgesetz erlassen. In den USA war das nur wenig vorher der sogenannte Emergency Economic Stabilization Act, im Grunde genommen das amerikanische Pendant dazu. In diesen Gesetzen natürlich entschied sich der Gesetzgeber wiederum, weitgehende Entscheidungsgewalt in die Exekutive zu delegieren. Das diente dazu, dass die Exekutive flexibel im Endeffekt Banken stabilisieren konnte. Das bedeutete aber auch, dass die Exekutive an diese gesetzgeberischen Vorgaben in den Gesetzen gebunden war und nicht mehr wie zu Beginn ad hoc tätig wurde. Was hat nun der Staat, beziehungsweise in dem Fall dann der Gesetzgeber, für Handlungsmöglichkeiten, ganz konkret? Und zu Beginn steht immer die Grundentscheidung, überhaupt was zu tun. Und das ist manchmal auch gar nicht so klar zu erkennen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, wir haben es gerade gehört, dass sich Gesetzgeber entscheiden, dazu überhaupt tätig zu werden. Denn dazu muss klar sein, dass man mit den üblichen Maßnahmen, in dem Fall das Insolvenzrecht für Banken, nicht mehr weiterkommt. Und in der Finanzkrise 2007 bis 2009 drohte eben diese systemische Dimension des Zusammenbruchs, der sich über die Finanzmärkte weiter fortsetzte. Entscheiden sich aber dann staatliche Akteure auf dem Höhepunkt einer solchen Krise zu handeln, müssen sie sich 4 Fragen stellen. Erstens, darf sich der Staat überhaupt um die Aufgabe der Finanzmarktstabilisierung kümmern? Muss er es vielleicht sogar? Und das ist jeweils eine rechtliche Perspektive. Welche Instrumente stehen ihm dabei zur Verfügung und welche Auswahlerwägungen darf er anstellen? Als erster Schritt darf der Staat Finanzmärkte stabilisieren. Und das ist zumindest aus verfassungsrechtlicher Perspektive für die USA und Deutschland recht einfach zu beantworten. Die Antwort ist ja. Faktische Voraussetzung ist natürlich, zusätzlich zu den politischen Voraussetzungen, das zu wollen, aber faktische Voraussetzung ist im Endeffekt auch die finanzielle Handlungsfähigkeit und finanzielle Leistungsfähigkeit, die in dem Fall gegeben war, aber das ist natürlich nicht selbstverständlich. Zudem muss der deutsche Staat auch heute schon die Übertragung seiner eigenen Kompetenzen auf die europäische Ebene mit betrachten, die möglicherweise seine Handlungsspielräume einschränkt. Bislang ist es allerdings noch nicht so, dass die letzte Verantwortung aufgegeben wurde. Insofern besteht immer noch die Möglichkeit, dass der deutsche Staat zur Rettung seiner Banken einspringt. Und in den USA stellt sich dieses supranationale Problem natürlich nicht. Gibt es eine Pflicht zum Finanzkrisenmanagement? Das lässt sich aus der US-Verfassung nicht ableiten. Aber das deutsche Grundgesetz kennt das Sozialstaatsprinzip in Verbindung mit der Menschenwürdegarantie. Also die Finanzkrise, ja, die Erwartung, dass es zu existenzbedrohenden Folgen kommen kann, dann kann mitunter zur Bewältigung dieser Folgen eine Pflicht des Staates bestehen, zu handeln. Wie er dann handelt, ist eine zweite Frage. Aber dass er handeln muss, kann unter Umständen begründet werden. Und wenn wir jetzt uns die Bilder anschauen dieser existenzbedrohenden Krisen, die Herr Hesse vorhin gezeigt hat, oder uns selber vor Augen rufen, was Kontosperrungen bedeuten, wenn man keinen Zugang mehr zu lebensnotwendigen Gütern hat, dann wird es klar, dass es da mitunter in diesen Notlagen eine Pflicht, tätig zu werden, gibt. Jenseits davon ist die aber im Grundsatz zu verneinen. Wird der Staat aber tätig, kann er zwischen verschiedenen Instrumenten wählen. Und zwar, es wird klar, wenn wir auf frühere Krisen gucken, dass es eine ganze Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten gibt, die ich jetzt, da säßen wir heute noch lange hier, wenn ich die jetzt alle aufzählen würde. Aber der Staat muss ein paar Strukturentscheidungen treffen. Und zwar muss er entscheiden,
ob er Banken selber stabilisieren möchte durch staatliche direkte Maßnahmen oder aber vielleicht eine Lösung innerhalb des Bankensektors zwischen den Banken organisieren und stützen soll. Und dazu kann er beispielsweise von rechtlichen Regelungen Ausnahmen vorsehen. Das ist beispielsweise durch Ausnahmen des deutschen, von europäischer Seite des Beihilfenrechts geschehen in der Finanzkrise. Inhaltlich hängen die Handlungsoptionen natürlich vom jeweiligen Akteur ab. Zentralbanken können Liquiditätsprogramme aufsetzen. Der Gesetzgeber kann aber, wenn er sich dazu entscheidet, Banken selbst stabilisieren zu wollen, beispielsweise Garantien, Rekapitalisierungen, Risikoübernahmen oder, und so ist das auch geschehen in der Finanzkrise 2007 bis 2008, bis 2009, in Deutschland Enteignungen vorsehen, die dann aber im Endeffekt nicht durchgeführt wurden. Dabei muss aber immer entschieden werden, wie hoch der staatliche Mitteleinsatz ist und aber auch, wer die Kosten im Endeffekt tragen soll. Also sollen die Kosten den Steuerzahlern zu Last fallen? Sollen das die Eigentümer, Gläubiger oder Schuldner der Finanzinstitute sein? Und wie intensiv wollen wir in Eigentumspositionen eingreifen? Und dabei hat der deutsche Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum, was er miteinander kombiniert. Und es gibt eben also nicht diese eine mögliche Lösung. Und das wird in kommenden Krisen nicht anders sein. Und dieses Zwischenergebnis widerlegt diesen Mythos der Alternativlosigkeit, der in der Finanzkrise 2007 bis 2009 eine ganz beliebte rhetorische Figur war, um zu begründen, warum besonders weitgreifend eingegriffen werden musste. Dieser Mythos verhinderte aber auch eine Diskussion und Rechtfertigung dieser einzelnen Entscheidungen, was genau warum getan wurde, vor dem Staatsvolk und aber auch den anderen Staatsgewalten. Und das ist in einer Demokratie gefährlich. Zur vierten Frage, wie wird denn dann stabilisiert oder was stellt das Verfassungsrecht für Anforderungen an Finanzmarktstabilisierung in Krisen? Mein Plädoyer dabei ist es, dass die Verfassung bei dieser Ausgestaltung dieser Vielzahl von Maßnahmen eine viel größere Rolle spielen muss. Und das gilt vor allem für das Demokratieprinzip. Das Demokratieprinzip verlangt im Grundsatz, wenn man das runterbrechen kann, dass das demokratisch gewählte Parlament alle wesentlichen Entscheidungen über die Ausübung von Staatsgewalt trifft. Das kann es sich im Grundsatz nicht durch Delegation auch in Krisen entledigen. Aber natürlich wird es mitunter möglich, dass der Gesetzgeber an die exekutive Entscheidungsgewalt delegiert. Dann muss er aber gewisse Kompensationsmechanismen so dergestalt einräumen, dass der Gesetzgeber weiterhin über die Kontrolle und über gewisse Informationen darüber verfügt, welche Entscheidungen unter welchen Bedingungen die Exekutive trifft. Das ist Kernbestandteil unserer Gewaltenteilung. Und diese Kontrolle und Informationen müssen im Grundsatz öffentlich sein. Und nur das würde eine inhaltliche Auseinandersetzung über exekutive Entscheidungen in der Finanzkrise erfordern. Und es reicht gerade nicht aus, wenn die Regierung in Deutschland, so ist es teilweise geschehen, das Parlament unter Geltung der Geheimschutzordnung informiert. Es gibt natürlich sozusagen Ausnahmen, in denen das gerechtfertigt sein kann, aber im Grundsatz gilt, dass Information öffentlich gegeben werden sollte. Der US-Gesetzgeber erließ nun, wie ich vorhin erwähnte, wie in Deutschland den sogenannten Emergency Economic Stabilization Act. Und auch der räumte der Exekutive umfangreiche Kompetenzen ein. Aber während der deutsche Gesetzgeber weitgehend auf Transparenz- und Kontrollmechanismen verzichtete, betraute der US-Gesetzgeber 4 verschiedene Organe mit der Kontrolle des Finanzkrisenmanagements. Und denen oblag eine Berichterstattung über das Finanzkrisenmanagement, eine Dokumentation der Entscheidungen und aber auch eine Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Letztlich informierte die Tätigkeit dieser Organe auch den Kongress und leitete teilweise zu weiteren Entscheidungen an. Die Organe hatten weitreichende Kompetenzen, sich Informationen zu beschaffen, und dem korrespondierte eine Pflicht der Entscheidungsträger, Zugang zu Informationen zuzulassen. Und die Organe konnten dann beispielsweise Zeugen unter Eid befragen oder aber auch Zwangsmittel einsetzen. Sie durften Handlungsempfehlungen an die Exekutive weitergeben und die musste sich dann rechtfertigen, wenn sie denen nicht folgte. Weiterhin gab es Besetzungsregeln, die notwendige Expertise sicherte und gegen Interessenkonflikte anwirken sollte. Und tatsächlich genossen diese Kontrollorgane in den USA auch einen guten Ruf und eine hohe Glaubwürdigkeit. Und auch deshalb entfalteten sie Schlagkraft in der öffentlichen Diskussion
und mit Hilfe von Wissenschaftlerinnen, Journalisten und Politikern konnte die Tätigkeit dieser Kontrollorgane Rechtfertigungsdruck erzeugen und auch auf Defizite des Finanzkrisenmanagements aufmerksam machen. Der deutsche Gesetzgeber entschied sich gegen eine derartige Einrichtung, was, so meine These, gegen das Demokratieprinzip des Grundgesetzes verstieß. Und dies alles zeigt eines: Finanzkrisen sind ein Belastungstest für Verfassungsrecht. Aber die historischen Erfahrungen und aber auch die gegenwärtigen Entwicklungen zeigen, dass die nächste Finanzkrise, wie auch immer sie geartet sein mag, vermutlich nicht in allzu ferner Zukunft liegen mag. Und die Gefahr ist jetzt groß, dass die bekannten und bewährten Maßnahmen des Finanzkrisenmanagements aus der Finanzkrise 2007 bis 2009 einfach wiederbelebt werden. Und dabei droht diese geschilderte Rhetorik der Alternativlosigkeit eine nötige Balance, eine nötige Diskussion der widerstreitenden Belange erneut zu verhindern. Und dies widerspricht der aus dem Demokratieprinzip folgenden staatlichen Pflicht, Finanzkrisenmanagement nicht im Verborgenen zu betreiben, sondern effektive Transparenz- und Kontrollmechanismen einzurichten. Natürlich war das amerikanische Finanzkrisenmanagement alles andere als perfekt. Aber es zeigt vor allem eins: Transparenz und Finanzkrisenmanagement schließen sich nicht aus. Und diese verfassungsrechtliche Aufarbeitung muss gerade jetzt rechtzeitig und in Zeiten weithin noch stabiler Finanzmärkte erfolgen. Und im Zentrum dieser Diskussion sollen aus demokratischer Perspektive die hier dargelegten Handlungsanforderungen stehen. Es besteht also erheblicher gegenwärtiger Diskussions- und Handlungsbedarf, und daher sind wir auch heute Abend alle hier. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Genau, ich würde jetzt die Referenten bitten, aufs Podium zu gehen. Ja, vielen herzlichen Dank für die wirklich sehr schönen, sehr spannenden und auch sehr passgenau in der Zeit gebliebenen Vorträge zur Weltwirtschaftskrise und zur Finanzkrise ab 2007. Meine erste Frage geht an die letzte Referentin, Frau Egidi. Wenn man sich an die Finanzkrise zurückerinnert, blieb ja der Eindruck haften, dass hier sehr weitreichende Entscheidungen extrem schnell und unter extrem hoher Unsicherheit getroffen wurden. Also Akteure treffen Entscheidungen, die sie selber nicht verstehen, deren Auswirkungen sie nicht durchschauen und deren spätere Wirkungen sie eigentlich effektiv gar nicht mehr kontrollieren können. Das Recht schreibt jetzt nicht diese Entscheidung vor, sondern sie schafft die Rahmenbedingungen, innerhalb derer diese Entscheidungen getroffen werden können. Inwiefern kann man denn sagen, ist das Recht in den USA und Deutschland als Reaktion auf die Erfahrung, auf diese Lage weiterentwickelt worden? Kann man darauf in irgendeiner Form reagieren? Kann man das besser machen? Kann man daraus lernen? Oder ist es ein Grundproblem, was bei der Spannung von Politik und Recht in Krisen entsteht? Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn in der Tat können wir natürlich vorher nie wissen, was sozusagen, wie sich eine Krise weiterentwickelt, und wissen auch vorher oft gar nicht so genau, warum wir jetzt eine Krise haben. Und das ist aber nichts Besonderes für Finanzkrisen. Das ist sozusagen bei jeder staatlichen Entscheidung in einer Situation, in der ein bestimmtes Risiko besteht und bestimmte Unsicherheit über weitere Entwicklungen. Und insofern, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass das Recht bestimmte Sicherungsmechanismen beinhaltet, von denen wir möglicherweise jetzt schon wissen, dass sich die Probleme wieder zeigen. Sie haben den Glass-Steagall Act vorhin genannt, der eben wieder aufgehoben wurde aus anderen Gründen, was sich später als begünstigend zumindest für die Finanzkrise erwies.
Deswegen ist bei solchen Entscheidungen einfach genauer hinzugucken, auch auf die historischen Erfahrungen und den Werdegang und die Gründe dafür, dass wir derartige Gesetze entwickelt haben. Gleichzeitig aber besteht eine große Unsicherheit darüber, welche beispielsweise Stabilisierungshandlungen in einer potenziell neuen Finanzkrise zu treffen sind. Und deswegen ist sozusagen mein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass wir verfahrensrechtliche Mechanismen schaffen können. Wir könnten beispielsweise ein Expertengremium gesetzlich verankern und einberufen, das Auskunft gibt über bestimmte Entwicklungen und möglicherweise dann in der Krise nicht mehr ad hoc eingesetzt werden muss, sondern rechtlich schon verankert ist. Und das, glaube ich, wäre eine der Möglichkeiten, da zu reagieren. Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Berg. Da geht es um die Frage, wie man auf ökonomische Problemlagen reagiert. Es gibt eine große Lehre, glaube ich, aus der Wirtschaftsgeschichte der Zwischenkriegszeit. Und die lautet, dass wenn alle nur ihre eigenen Interessen verfolgen auf Kosten anderer, dass man dann nicht so schrecklich weit kommt. Und gleichzeitig sind wir aber nach dem Ersten Weltkrieg mit einer Situation konfrontiert, wo diese ja eigentlich naheliegende Einsicht konsequent missachtet wird. Also Frau Egidi hat vorhin die Bedeutung des Vertrauens angesprochen und da hat man ein großes Misstrauen zwischen den verschiedenen Beteiligten, was nicht verwundern kann, weil kurz vorher haben sie ja noch einen Krieg gegeneinander geführt. Trotzdem, warum gelingt es eigentlich so schlecht, in den 20er Jahren dieses Misstrauen zu beseitigen und zu besseren Formen der Kooperation zu kommen? Oder ist es dann alles nur am Ende ein Resultat der Krise, dass man dann die alten Konflikte wieder ausbrechen? Nein, das glaube ich nicht. Ich würde hier ganz dezidiert die These vertreten, dass der Hauptgrund dafür darin bestand, dass der Erste Weltkrieg keinen wirklich eindeutigen Ausgang hatte, im Unterschied zum Zweiten Weltkrieg. Ich will das am Beispiel der französischen Position mal kurz verdeutlichen. Frankreich war stark zerstört worden im Ersten Weltkrieg und hatte objektiv einen hohen Finanzbedarf und in gewisser Hinsicht auch eine gewisse moralische Berechtigung von Deutschland, Reparationen zu verlangen. Auf der anderen Seite war Frankreich aber auch in der Situation, dass es fürchtete, und zwar völlig zu Recht fürchtete, dass ein deutscher Revanchismus bei nächster Gelegenheit wieder gegen Frankreich Krieg führen werde. Deswegen, da ergab sich ein Zielkonflikt. Frankreich hatte kein Interesse an einer wirtschaftlichen Gesundung Deutschlands, weil es ein wirtschaftlich gesundes, demografisch und militärisch überlegenes Deutschland zu fürchten hatte. Und auf der anderen Seite wollte Frankreich Reparationen, die es nicht bekommen konnte in dem gewünschten Maße, solange Deutschland nicht wirklich gesundete. Die Hoffnung richtete sich hier auch gewissermaßen auf den Schiedsrichter der internationalen Politik, nämlich die USA, die allerdings diese Rolle nicht mehr spielten ab 1920. Das war die Rolle, die Präsident Wilson angestrebt hatte und sich dann sicherheitspolitisch wieder zurückzogen aus Europa und auch finanz- und wirtschaftspolitisch eine sehr widersprüchliche Politik betrieben. Und hier würde ich einfach auf den großen Unterschied zum Zweiten Weltkrieg hinweisen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, aus bestimmten Gründen, die sehr viel mit dem ideologischen und politischen Konflikt des Kalten Krieges zu tun haben, waren die USA bereit, ihre Rolle als Hegemonialmacht innerhalb des kapitalistischen Weltsystems, um das mal so auszudrücken, systemgerecht zu spielen. Das bedeutete, sie waren bereit, durch enorme Finanzhilfen die europäische Wirtschaft zu stabilisieren. Wir wissen alle, es gibt eine Debatte darüber, über den Marshallplan, welche Folgen er nun tatsächlich hat, aber das lassen wir mal beiseite. Die USA haben sicherheitspolitische Verantwortung übernommen in Europa und sie haben konsequent ihre Märkte geöffnet und damit in vieler Hinsicht systemgerecht das eingeleitet, was man dann eben das goldene Zeitalter der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
genannt hat. Alle diese Voraussetzungen waren nach dem Ersten Weltkrieg nicht gegeben. Und deswegen denke ich, dass hier man eigentlich auch von einem Primat der Politik ausgehen muss. Ja, vielen herzlichen Dank. Gerade wenn man sich die Weltwirtschaftskrise in Deutschland anguckt, dann weiß man ja leider, wie die Geschichte ausgegangen ist, nämlich dass 1933 die Nationalsozialisten die Macht übernehmen und aus heutiger Sicht selbstverständlich kein Preis so hoch gewesen wäre, um das zu verhindern. Deswegen ist auch immer wieder die Frage aufgekommen, welche Fehler die entscheidenden politischen Akteure in der Weltwirtschaftskrise begangen haben. Und deswegen meine Frage an Jan Ottmar Hesse. Kann man wirklich davon sprechen, dass die entscheidenden Politiker, dass die Fehler machen, oder treffen sie nicht viel mehr Entscheidungen aus dem zeitgenössischen Wissen über die Krise? Also sind sie als historische Akteure erklärbar, oder würdest du sagen, treffen sie wirklich Entscheidungen, die nicht situationsadäquat sind? Also gerade für Herbert Hoover ist das ja immer wieder angemerkt worden, der hätte eigentlich anders handeln können, hat er aber nicht. Ja, ich habe das ja im Vortrag schon ein bisschen versucht anzusprechen. Ich finde es auch für einen Historiker sehr, sehr schwierig herauszufinden, was ist denn der Informationsstand zu dem Zeitpunkt und was sind die Erwartungen der politischen Akteure an die weitere wirtschaftliche Entwicklung in dem Zusammenhang. Herbert Hoover war davon ausgegangen, dass die Börsenkrise wie alle anderen Krisen auch sich in irgendeiner Form durch marktwirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten irgendwie kompensieren ließe und hat auf die Selbstheilungskräfte des Marktes vertraut. Herbert Hoover kam ja aus der Wirtschaft, Parallelen mit lebenden Präsidenten lassen wir mal beiseite, aber es war ja wirklich ein Mann der Wirtschaft, war im Ersten Weltkrieg sehr, sehr stark engagiert, auch als sozialer Akteur, hat eine Hungerkrise in Belgien verhindert, kann man so sagen. Also von daher, auch da lassen sich die Parallelen nicht so richtig ziehen. Aber dass er an den Markt glaubte 1929/30, das ist so ungewöhnlich nicht. Ja? Und von daher finde ich sehr, sehr schwierig, sein Handeln entsprechend zu beurteilen. Ich glaube, dass man diese Fragen, wenn man jetzt sozusagen dann im Hintergrund einer Frage steht, ja die Frage, wie lässt sich das in Zukunft verhindern? Da müssen wir schon, wie Frau Egidi das auch gesagt hatte, mit Systemfragen argumentieren. Also wie schaffen wir es, Institutionen aufzubauen, die Politiker, die dann auch Böses wollen, und das wollte der Hoover, glaube ich, nicht, dass wir die daran hindern können, dass sie das auch umsetzen. Ja? Und da hatten wir jetzt keine Zeit für in den Vorträgen, darauf hinzuweisen, aber es sind ja nicht nur in der Weimarer Republik Antidemokraten an die Macht gekommen, sondern auch in anderen Ländern gab es, der New Deal ist ja sozusagen keine ganz demokratische Entscheidungspraktik gewesen. Auch hier sind nicht demokratisch legitimierte Institutionen geschaffen worden. Das ist, glaube ich, die Lehre, die wir aus der Weltwirtschaftskrise dann entsprechend ziehen können und nicht die Frage, ob wir andere Individuen brauchen. Ja, ich würde hier mal einhaken wollen. Ich glaube, wir müssen unterscheiden, gerade weil Sie hier den Nationalsozialismus angesprochen haben, wir müssen unterscheiden zwischen der Katalysatorwirkung der Wirtschaftskrise für die politische Radikalisierung in Deutschland und anderswo, die natürlich dazu geführt hat, dass die Nationalsozialisten, die bis 1928 eine Splitterpartei waren, innerhalb von 4 Jahren zur stärksten politischen Kraft in Deutschland wurden. Aber dass die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, das war nicht das Ergebnis der Wirtschaftskrise, sondern es war das Ergebnis eines politischen Entscheidungsprozesses, der gesteuert wurde von antidemokratischen, antirepublikanischen, reaktionären Cliquen, die sich mit der Nazi-Bewegung verbündet haben und glaubten, wie der frühere Reichskanzler Papen es einmal ausdrückte, man habe sich Hitler engagiert. Das war ein grandioses Fehlkalkül. Es ist also nicht die Wirtschaftskrise per se, sondern auch in einer Wirtschaftskrise gibt es politische Handlungsalternativen und Optionen, dem Radikalismus entgegenzusteuern. Ich würde Ihnen im Übrigen, Herbert Hoover gilt unter Amerika-Historikern nicht gerade als der Star unter den amerikanischen Präsidenten, obwohl er in der Zeit selbst extrem populär war.
Insofern würde ich jede Parallele allerdings zu Donald Trump, sagen wir mal, das ist wirklich nur dann Satire. Ich würde Ihnen allerdings ein bisschen widersprechen. Der New Deal war demokratisch legitimiert. Er war drastisch in vieler Hinsicht nach den Maßstäben des amerikanischen Kapitalismus vor der Weltwirtschaftskrise. Die dirigistischen Eingriffe in den Staat, die waren präzedenzlos, das ist richtig. Sie haben auch gar nicht so furchtbar gut funktioniert, das muss man auch immer dazu sagen, wirtschaftspolitisch. Aber sie waren getragen von einem populären Präsidenten, der immerhin 4 Wahlen gewonnen hat bis 1944 und der eine Mehrheit im Kongress hatte, die diese Maßnahmen mitgetragen hat. Frau Egidi. Ja. Wenn ich ganz kurz zurückfragen darf, wie sieht es denn aber, wenn wir bei Institutionen gerade waren, mit der Einwirkung auf den Supreme Court aus, die ja im Grunde genommen den New Deal begünstigte? Also dieser berühmt zitierte Switch in Time that saved nine. Sie meinen den sogenannten Court Packing Plan von 1938. Da hat Franklin Roosevelt in der Tat versucht, eine Mehrheit der konservativen Supreme Court Richter, die ihm mehrere dieser Gesetze, insbesondere den National Industrial Recovery Act, zerschossen hatten, dadurch auszuhebeln, dass er ziemlich hinterhältig argumentierte, das sind alles alte Männer, die sind überlastet. Ich ernenne jetzt einfach mal ein paar neue. Interessanterweise hat hier das amerikanische System der Checks and Balances sofort funktioniert. Er hat nämlich auch in der eigenen Partei ganz deutlichen Gegenwind gespürt und bei den Kongresswahlen im November 1938 dann auch verloren. Ich würde eben sagen, der New Deal ist eines der Beispiele dafür, dass eine starke demokratische Führung in einer Krise durchaus erfolgreich sein kann, auch dann, wenn die wirtschaftspolitischen Maßnahmen, vieles davon war Arbeitsbeschaffung, die nicht wirklich sehr gut funktioniert hat. Und in Amerika ist die Krise eigentlich erst mit der Kriegskonjunktur ab 1939 überwunden worden. Aber es war strong democratic leadership in der Wirtschaftskrise. Und deswegen bleibt für mich, das muss ich sagen, der New Deal ein Beispiel dafür, wie Demokratien erfolgreich auf wirtschaftliche und politische Krisen reagieren können. Ja, aber der Court Packing Plan ist ja ein Beispiel dafür, dass eine aktive, eingreifende Wirtschaftspolitik, wie sie sich in den USA ab 1933 entwickelt, mitunter extreme Probleme hat, dass da Juristen sind, die ihnen gelegentlich sagen, so könnt ihr das aber nicht machen. In der Finanzkrise war es ja aber teilweise sehr umgekehrt, ne? Also Sie haben gesagt, das ist verfassungsrechtlich problematisch, was da teilweise beschlossen wurde, aber es wurde beschlossen, umgesetzt und irgendwann entscheidet das Verfassungsgericht, das könnt ihr aber so nicht machen. Soll man dann zum Beispiel Banken, die man gerettet hat, pleite gehen lassen oder zeigen sich hier nicht fundamentale Grenzen des Rechts angesichts des Entscheidungsnotstandes von schweren Wirtschaftskrisen? Weil der Staat ja nicht einfach nicht handeln kann. Das geht halt heute einfach nicht mehr. Ja, also das glaube ich auch, dass das große Problem, und ich meine, es kam in dem Fall in der Finanzkrise außer ein paar kleineren Entscheidungen, die aber im Endeffekt mit der großen Frage der Vereinbarkeit des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes mit dem Demokratiegebot sich dazu gar nicht äußern mussten und dazu auch gar nicht gefragt wurden. Also es kam gar nicht zu verfassungsgerichtlichen Entscheidungen. Und natürlich ist das große Problem, das haben wir jetzt im Grunde genommen in der Frage, wenn der Europäische Gerichtshof über Entscheidungen der Europäischen Zentralbank oder über die Legalität der Entscheidungen ein Urteil fällen muss, haben wir das auch. Was bedeutet denn, wenn Gerichte im Grunde genommen im Nachhinein aus einer Ex-Post-Perspektive kontrollieren, welche Handlungsanforderungen in der Krise anzulegen gewesen wären. Das heißt aber dennoch nicht, dass wir die Entscheidungen nicht trotzdem ein Stück weit an rechtlichen Maßstäben messen müssen. Denn
es ist schon gefährlich, sozusagen ohne weiteres davon auszugehen, dass ein Entscheidungsnotstand diese Abkehr rechtfertigt. Ja, und im Endeffekt haben wir dann aber auch einen institutionellen Konflikt zwischen Gesetzgeber und Verfassungsgericht, zwischen unabhängiger Zentralbank und unabhängigem Europäischen Gerichtshof, der möglicherweise in dem Fall beispielsweise auch dadurch zu lösen ist, dass wir bestimmte Entscheidungs- und Handlungsmaßstäbe in einer der beiden Institutionen verorten. Also beispielsweise, wenn wir jetzt auf Zentralbanken gucken, in den USA kontrolliert der Supreme Court oder kontrollieren auch andere Gerichte Entscheidungen, geldpolitische Entscheidungen der Federal Reserve nicht. Das ist, wie man dann da sagt, oder in der Regel non-justiciable, und das ist Rechtsprechung, die geht lange zurück und ist im Grunde genommen einmal entschieden worden und wird nicht mehr angerührt. Anders verhält sich es natürlich, wenn wir fragen, wie sind denn die Transparenzentscheidungen zu bewerten? Und dazu hat sich das Verfassungsgericht in Deutschland in der Tat geäußert. Also da ging es dann um eine Entscheidung, in der die Oppositionsparteien Zugang wollten zu Details aus der Finanzmarktkrise. Die wollten wissen, beispielsweise welches Angebot, also wie hoch war denn das Angebot für die Rettung bestimmter Banken. Und die Regierung hatte das dann unter, also entweder nicht oder teilweise unter Geltung der Geheimschutzordnung beantwortet. Und das Verfassungsgericht hat dann überprüft, waren denn dafür rechtfertigende Gründe vorhanden, dass die Regierung diese Information nicht öffentlich machen kann. Und also in dem Zeitpunkt geschah das 2010 mit Verweis darauf, dass mögliche Informationen Finanzmärkte destabilisieren könnten. Aber die Regierung hielt an dieser Entscheidung auch in dem Verfahren 2017 fest. Und da stellt sich die Frage, können denn Informationen beispielsweise über Banken, die schon untergegangen sind, die Finanzmärkte 8 Jahre später so destabilisieren? Und gibt es da überhaupt ökonomische Einsichten, dass dem so sein kann? Und da sagte das Verfassungsgericht ganz zu Recht, nee. Und also ich glaube, dieses Aneinanderreiben der verschiedenen Institutionen ist ganz wichtig. Und da darf sich auch keine Institution zurückziehen und sagen, wir kontrollieren im Randbereich nicht, sondern sozusagen, das ist, glaube ich, ein Teil der Demokratie, dass wir uns daran abarbeiten müssen. Kommen wir noch einmal jetzt abschließend zurück auf die Weltwirtschaftskrise. Genau, also wir haben gerade die Frage der Handlungsspielräume schon angesprochen. Wir haben das wichtige Thema erwähnt, dass man die Akteure jeweils in ihrem historischen Kontext erklären muss. Gleichzeitig bleibt ja gerade mit Bezug auf die USA, Herr Berg, die Frage virulent, warum die eigentlich so viel kontraproduktive Maßnahmen durchführen. Ja, also sie fangen in den 20er Jahren mit ihrem hohen Zollschutz an, sie sterilisieren die Goldzuflüsse in die USA, das, was wesentlich dazu beiträgt, dass der Goldstandard nicht mehr funktioniert. Sie weigern sich, die vielen Kredite, die sie nach Europa gegeben haben, davon irgendetwas zu erlassen. Und viele Historiker haben gesagt, sozusagen unter einem vorgezogenen Konzept einer Pax Americana hätte sich da vieles verhindern lassen. Woher kommt dieser amerikanische Isolationismus und warum... Oder kann man dazu was formulieren, warum das heute immer noch so ein starkes Motiv ist, obwohl die Pax Americana ja eigentlich doch gut funktioniert hat über viele Jahrzehnte? Also ich würde mal die These wagen, dass in langfristiger historischer Perspektive die Bereitschaft der USA, eine hegemoniale Rolle im Rahmen einer liberalen Weltordnung zu spielen nach dem Zweiten Weltkrieg, die Ausnahme und nicht die Regel ist. Die USA haben bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts eine Politik der Isolierung von Europa betrieben, jedenfalls der sicherheitspolitischen Isolierung. Und der Erste Weltkrieg war ein sehr kontroverser Bruch in dieser Politik, die dann ja auch sofort dazu geführt hat, dass die oppositionellen Kräfte gesagt haben, also schlimm genug, dass wir in diesen Krieg, von dem man schon 1920 gar nicht mehr so richtig wusste, warum man ihn eigentlich geführt hatte, auf keinen Fall werden wir also dem Völkerbund beitreten. Das ist die politische Seite. Die ökonomische Seite ist, die USA hatten eigentlich immer Hochschutzpolitik getrieben, vor allem auch nachdem sie
bereits zum Ende des 19. Jahrhunderts zur führenden Industriemacht geworden war. Sie haben sich, wie das ein Kollege von uns mal bezeichnet hat, aufgeführt wie ein Erwachsener, der immer noch Kinderkleidung trägt. Also immer noch so getan, sie seien eine unterentwickelte Wirtschaft, die sich schützen müsse. Und wir haben dann natürlich Special Interest, wir haben Lobbygruppen in den USA, die ganz stark, das ist vor allem die Landwirtschaft, die ganz stark eintritt für Schutzzollpolitik. Und was die Kriegsschuldenfrage betrifft, auch da muss man ja sich klar machen, es geht immer um die Frage, wer am Ende bezahlt. Und aus Sicht des amerikanischen Kongresses und der amerikanischen Steuerzahler hätte das bedeutet, also John Maynard Keynes hat ja schon in Paris auf der Friedenskonferenz mehr oder weniger den Vorschlag unterbreitet, naja, liebe Amerikaner, seid mal ein bisschen großzügig bei den interalliierten Kriegsschulden, dann können wir auch ein bisschen großzügiger bei den Reparationen sein. Hätte bedeutet, am Ende hätte der amerikanische Steuerzahler, der ja, irgendjemand muss ja diese Anleihen, die USA, das waren zu einem erheblichen Teil öffentliche Anleihen, Staatsanleihen ab 1917, da gibt es ja Gläubiger, die wollen erstens ihr Geld und zweitens ihre Zinsen sehen. Und wenn die nicht zurückgezahlt werden von den Alliierten, dann muss der amerikanische Steuerzahler einspringen. Und es hätte aus amerikanischer Sicht bedeutet, die Amerikaner zahlen für einen erheblichen Teil eines Weltkrieges, den die Europäer vom Zaun gebrochen haben. Das wäre in den USA in den 20er Jahren politischer Selbstmord gewesen. Es ist erst dann 1931, im Juni 1931, unter dem Druck der Krise ein Moratorium, übrigens von Herbert Hoover initiiert, das sogenannte Hoover-Moratorium. Erst da wurde gesagt, wir setzen jetzt mal für ein Jahr alle politischen Zahlungen aus. Am Ende hat das übrigens dazu geführt, das wissen wenige, dass die Reparationszahlungen bereits im Juli 1932 praktisch beendet wurden auf der Lausanner Konferenz. Nicht Hitler hat die Reparationszahlungen beendet, sondern die sind bereits der Weimarer Republik erlassen worden. Zum größten Teil, muss man sagen. Das hat nur nicht für die Stabilisierung der Weimarer Republik leider nicht mehr sehr viel gebracht. Vielen Dank. Meine letzte Frage geht an Jan Ottmar Hesse und danach würde ich gerne das Publikum in die Diskussion mit einbeziehen. Wenn man sich heute, oder anders angefasst, viele Absurditäten oder aus meiner Sicht zumindest Absurditäten der politischen Debatte in den USA resultieren ja auch daraus, dass sich Politiker ökonomische Entwicklungen als ihre eigenen Erfolge zurechnen. Ja, also Trump plustert sich auf und verweist auf die Wachstumsraten und sagt, das war ich. Dann sagen andere, nee, das war Obama, du hast es nur geerbt und dann streitet man sich darum. Was ja eigentlich eine extrem risikoreiche politische Strategie ist, weil in dem Moment, wo eine Krise kommt, muss man ja sagen, das kann man ja schlecht sagen, ich habe damit gar nichts zu schaffen. Ne? Also da gibt es große Zurechnungsschwierigkeiten, die aber daraus resultieren, dass der Staat die Verantwortung für das Wohlergehen der Wirtschaft für sich reklamiert. Das ist ja eigentlich in der Weltwirtschaftskrise noch anders, wo der Staat ja eine im Prinzip viel zurückhaltendere, vielleicht könnte man auch sagen, etwas realistischere Rolle gegenüber seinen Möglichkeiten, in die Wirtschaft einzugreifen, vertritt. Kann man sagen, wann sich das ändert und inwiefern das was mit der Weltwirtschaftskrise zu tun hat? Ja, also natürlich, dass die staatliche Intervention in die Wirtschaft war marginal in den 1920er, 1930er Jahren. Ich habe jetzt in Vorbereitung hier auf unseren Abend heute nochmal über die USA gelesen. Der Bundeshaushalt der USA waren 3% des Bruttosozialprodukts. Ja, in der Bundesrepublik haben wir heute 25%. Also selbst wenn der Hoover den Staatshaushalt verdoppelt hätte, ja, können Sie sich vorstellen, was hier los wäre, wenn jetzt auf einmal Olaf Scholz sagen würde, ich brauche doppelt so viel Geld.
dann wären das nur 6% des Bruttoinlandsprodukts der USA gewesen. Und wenn man das komplett in die Arbeitsbeschaffung investiert hätte, hätte das nicht viel geholfen. Das wäre gewissermaßen ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen. In anderen Ländern war das natürlich, war die Staatsquote etwas höher, vor allen Dingen in den Ländern, die sehr stark vom Ersten Weltkrieg gezeichnet waren, aber auch längst nicht so hoch wie heute. Und in der Tat, der Interventionsstaat, ich würde jetzt nicht sagen, dass er eine Folge der Weltwirtschaftskrise ist, weil danach noch so viel kam. Dann hatten wir noch einen Krieg und so weiter. Aber der Interventionsstaat ist schon ein Produkt der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ich würde ganz gerne, wenn ich schon mal das Mikro habe und schon mal rede, auch noch etwas sagen zu den zu dem, was jetzt besprochen worden ist in der letzten Runde. Ich glaube, die zentrale Frage ist ja hier, dass wir ein Spannungsverhältnis haben zwischen einem Handlungsdruck oder einer Zwangslage, wie das Knut Borchert ja mal formuliert hat, die aus ökonomischem Kalkül heraus orientiert. Und der Roman hat das eben ja gesagt, die Politiker müssen dann handeln. Ja, man kann nicht warten erstmal, bis das Parlament zugestimmt hat und so weiter. Und dann sagt man, ah ja, jetzt retten wir die Bank, aber dann ist die schon längst untergegangen. Ja, also das heißt, es gibt in ökonomischen Krisen, zumal in so gravierenden ökonomischen Krisen, gibt es einen Handlungsdruck, zu dem sich Politiker verhalten müssen. Und auf der anderen Seite gibt es den Grundsatz der demokratischen Legitimation. Und das wird immer ein Spannungsverhältnis bleiben, selbst wenn man das national löst, also wenn man ein nationales Komitee aufbauen würde, das sozusagen, wir haben eine Institution, die nochmal draufschaut, die für uns aufpasst, dass nichts Schlimmes passiert. In der Weltwirtschaftskrise waren vor allen Dingen ja die internationalen Zusammenhänge das ganz, ganz große Problem. Der Zusammenbruch des Welthandels konnte nicht abgewendet werden. Die Länder haben auf Kosten ihrer Handelspartner versucht, ihre ökonomischen Probleme zu lösen, und zwar alle und gleichzeitig. Und das hat die Länder in den Strudel gerissen. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung zur USA und der Demokratie dort. Ich werde auf jeden Fall jetzt den Teufel tun, mich mit Ihnen anzulegen als USA-Experte. Aber die ökonomischen Entscheidungen, die Roosevelt getroffen hat, die waren schon sehr gravierend. Also die Abkehr vom Goldstandard im März 1933 hat die gesamte Wirtschaft bis in die letzte Ecke betroffen. Und das ist eine Entscheidung, die hat er mehr oder weniger alleine getroffen. Das ist ungefähr das, was wir heute haben mit den Zentralbanken. Wenn die Europäische Zentralbank den Leitzins auf -2% setzt oder so, dann ist das eine Entscheidung, die gravierende Folgen für die Wirtschaft hat und die letztlich keine demokratische Legitimation hat. Ja? Oder eine sehr komplexe demokratische Legitimation. Und das sind genau die Zwangslagen, die wir haben in der Weltwirtschaftskrise. Und ich glaube, so habe ich ein bisschen Ihr Plädoyer auch verstanden, wo wir immer auch noch die Lehren offenbar nicht komplett gezogen haben. Ja, also das heißt, die Institutionen sind immer noch nicht so stark, dass in der nächsten Wirtschaftskrise wir sagen können, jetzt haben wir gute Verfahren, die dafür sorgen, dass das auch alles in unserem Sinne passiert. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich würde die Diskussion gerne für das Publikum öffnen. Gibt es Fragen? Eine Frage habe ich da gesehen. Oh je, das sind so viele Hände. Sie müssen sich im Zweifelsfall nochmal melden gleich, weil ich kann das nicht alles mir merken. Einfach reden. Geht es? Reden, reden. Reden oder geht es? Also, mit dem Reden geht es. Drei Aspekte. Erstens, inwiefern ist es die Reaktion? Dann nehmen wir das. Geht nicht, ne? Doch, jetzt geht's. Inwiefern ist die Reaktion in Europa und in den USA eben Lerneffekt von 29, also sofort die Zinsen zu senken und eben nicht Austerität zu betreiben, jedenfalls zunächst nicht. Das Zweite ist, inwiefern ist das Thema europäisches Lernen, wie mangelnde Institutionen in Europa oder in Deutschland, also Stichwort Bankenunion, da ist ja enorm viel passiert in Europa, eben auch ein Lerneffekt auf die Handlungsunfähigkeit in 2011, 2012. Und der dritte Aspekt, vorhin wurde ja ein Expertengremium empfohlen, ich glaube, Volker Kauder hat gesagt, wenn ich in der Krise mich auf Experten verlassen hätte, wäre ich verlassen gewesen. Ich glaube, das kann man erstmal, glaube ich, beantworten. Ja.
Also ich würde jetzt die Frage zur Inflation beantworten. Also in der Tat, die Hyperinflation von 1923 spielte eine sehr, sehr große Rolle in der Weimarer Republik. Aber eigentlich wirklich zu Unrecht, weil das große Problem in der Weltwirtschaftskrise war gar keine Inflation, sondern eine Deflation. Die Preise sind verfallen. Natürlich ist das im kollektiven Bewusstsein dann nochmal was anderes, aber wir haben es ja mit sinkenden Preisen zu tun in der Weltwirtschaftskrise. Das ist das zentrale Problem. Sinkende Zinsen und sinkende Preise, ja. Ich würde Sie bitten, dass Sie jeweils dazu sagen, an wen Sie Ihre Frage richten. Ja, genau. Das kann ich jetzt leider nicht so genau sagen, an wen ich die richte, aber wir haben die ganze Zeit über demokratische Prozesse und Entscheidungen gesprochen, die nach meiner Meinung nach ja in den einzelnen Staaten fallen. Wir haben aber keine einzelnen Staaten mehr, die bei einer Finanzkrise betroffen sind, sondern das ist mittlerweile eine globale Krise. Das heißt, global getroffen. Was macht es da noch Sinn, wenn einzelne Staaten, Regierungen, auch demokratisch meinetwegen, Entscheidungen fällen, dass etwas getan werden muss? Ich glaube, das würde nicht unbedingt eine Weltwirtschaftskrise retten. Also ich glaube, hier ist der Vergleich zwischen der Reaktion der amerikanischen Bundesregierung 2007-2008 auf der einen Seite und den europäischen Entscheidungsträgern ganz instruktiv. Es hat viele Analysen gegeben der Finanzkrise, die zumindest argumentiert haben, ja, was die Amerikaner gemacht haben, war ziemlich dreckig. Ich bin übrigens, Frau Egidi, nicht ganz Ihrer Meinung, dass die Amerikaner, das mag alles transparenter gewesen sein, aber größere Legitimität in der amerikanischen Bevölkerung hat das auch nicht gehabt. Und ich würde mich der These anschließen, dass der Niedergang und die Spaltung der Republikanischen Partei, die uns dann Trump beschert hat, hier in dieser Krise auch ganz wesentlich beschleunigt wurde, weil es enorme Wut gab auf eine elitäre Regierung, die die Banken gerettet hat, also während Main Street den Bach runterging. Aber immerhin, das Argument ist, die amerikanische Seite, weil es sich um nationalstaatliche Institutionen handelte, mit einer starken Exekutive, hat dreckig, aber effizient gehandelt, während die Europäer zunächst einmal nur immer sich in quälenden Entscheidungsprozessen auf das Notwendige einigen konnten, aber meistens nicht genug getan haben. Nun kann man da unterschiedlicher Meinung sein. Sie sind es vielleicht, Herr Hesse, und im Einzelnen kann man auch darüber streiten, inwieweit also zum Beispiel die sogenannten Lehren aus der Weltwirtschaftskrise auch eigentlich nur eine vorgeschobene Legitimation für Entscheidungen waren. Aber dass Nationalstaaten nicht, sie haben auf der einen Seite natürlich recht, die Verflechtung ist so immens, aber eine starke politische Führung, wie sie eben 2007 in den 8 in den USA, das war alles furchtbar kompliziert und schwierig, aber war unterm Strich, denke ich, effizienter als das, was wir in Europa gesehen haben. Das in Einzelheiten, nachdem Sie mir jetzt widersprochen haben, in der Einzelheit muss ich natürlich in der anderer Meinung sein. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass ich das Gesamturteil dem nicht zustimmen kann, dass wir eine effizientere, ja, wobei... Ja, vielleicht stimme ich auch da nicht zu. Aber sozusagen zu dem Transparenzpunkt würde ich einfach sagen, das bedeutet nicht, dass es in den USA transparenter und kontrollierter war, dass es nicht trotzdem Defizite gab, die dazu führten, zu den Folgen, die Sie gerade beschrieben haben. Und das amerikanische Finanzkrisenmanagement hat in verschiedenen Einzelbereichen in der Tat auch, so meine Analyse, amerikanisches Recht verletzt. Also das bedeutet nicht, dass mein Plädoyer sozusagen verstanden werden sollte als eines, das uns ein Vorbild nehmen lassen sollte an dem Gesamtpaket, das die USA geschnürt haben. Ich glaube aber auch, also in der Finanzkrise 2007 bis 2009 haben wir Versuche gesehen, europäisch zu koordinieren. Die sind aber dann am Ende
ja erfolglos geblieben, in dem Sinne, dass doch Deutschland als Nationalstaat selbst gehandelt hat und im Endeffekt deutsche Banken gerettet hat. Und ich glaube, dass wir da diese große Parallele sehen und die Frage in der nächsten Finanzkrise, was folgt aus den supranationalen Verknüpfungen, die wir seitdem auch ein Stück weit als Lehren aus der Finanzkrise, die Sie vorhin angesprochen haben, gezogen haben. Und da ist meine Meinung, brauchen wir eine Stärkung der europäischen Ebene, weil wir natürlich durch den Euro so weit verknüpft sind, dass die Folgen der einzelnen nationalen Bailouts alle treffen, wie wir in der europäischen Staatsschuldenkrise ein Stück weit gesehen haben. Insofern weiß ich nicht, was das für die Zukunft bedeutet. Und ich glaube am Ende auch nicht unbedingt, dass das amerikanische Finanzkrisenmanagement sozusagen stärker war, aber dass es möglicherweise seine eigenen Probleme hatte. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Genau, da noch eine Frage. Mir ist klar, dass wenn Entscheidungen getroffen werden müssen in Unwissenheit, dass es immer zu Fehlern kommen kann. Das ist gar keine Frage. Ich finde dennoch, dass ein Kontrollgremium und ein höherer Rechtfertigungsdruck im Vergleich zu der Postulierung von Alternativlosigkeit und dann im Grunde genommen Entscheidungen einfach so stehen lassen und zu erwarten, dass in der Demokratie alle einer getroffenen Entscheidung, alternativlos bezeichneten Entscheidung folgen müssen, man damit davonkommt, dass das keine Alternative ist. Meine Frage ist, wer könnte das fordern, dass transparenter Kontrolle stattfindet? Und haben Sie da irgendeine Hoffnung, dass das umgesetzt würde, wenn es jemanden gibt, der das kompetent fordern würde oder kann? Ich glaube, also ich habe Hoffnung, dass das umgesetzt wird und dass wir da auch aus den Lehren lernen können. Also wer das umsetzen müsste in dem institutionellen Rahmen, in dem wir uns bislang noch bewegen, in Bezug auf ein nationales Finanzkrisenmanagement, was möglicherweise natürlich abgelöst werden könnte und nicht mehr die letzte Option möglicherweise in der Zukunft sein kann, ist der deutsche Gesetzgeber für Deutschland. Also die Tatsache, dass wir natürlich in der Krise dieses Finanzmarktstabilisierungsgesetz innerhalb von 4 Tagen erlassen haben, bedeutet nicht, dass nicht diskutiert wurde, effizientere Transparenz- und Kontrollmechanismen einzuräumen. Also es gibt, wenn man sich die Unterlagen des Gesetzgebungsverfahrens anschaut, in den Ausschüssen Vorschläge damals der Opposition, also es war eine große Koalition, die entschieden hat, der Opposition gerade das vorzusehen. Also man hätte in dem Moment, das war keine Zeitfrage, man hätte sich dafür entscheiden können, hat es aber nicht. Und dieses Gesetz war befristet in gewisser Weise und wurde dann wieder aufgelegt und nochmal wieder aufgelegt. Da hätte man weiter Transparenz und Kontrolle schaffen können. Und ich verstehe das verfassungsgerichtliche Urteil als starkes Signal in die Richtung. Und ich glaube, dass es im Endeffekt so verschiedenen Hinwirkens und Hinweisens darauf hin bedarf, dass in der nächsten Finanzkrise das erfolgen sollte. Das mag in dem Fall dann die Opposition sein, je nachdem, welche Regierungskonstellation wir natürlich haben. Das mag im Endeffekt dann aber auch verfassungsgerichtliche Entscheidungen sein oder aber Druck von, also mir jetzt als Wissenschaftlerin, der Medien, der Öffentlichkeit zu sagen, wir wollen wissen, unter welchen Bedingungen genau diese Gelder verwendet wurden und bedürfen vielleicht Experten, das dann genau zu verstehen, weil die Dokumente, das sind ja dann zehntausende Dokumente, die im Endeffekt auch in den USA öffentlich gemacht wurden. Ja, also ich habe da schon Hoffnung, aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit Arbeit, dahin zu kommen. Also ich würde vor allem dafür plädieren, dass, und dieses Argument ist ja auch nach der Finanzkrise und während der Finanzkrise immer wieder vorgebracht worden, das eine sind Notfallsituationen, in denen es tatsächlich vielleicht keine Alternativen gibt. Das andere ist, Vorsorge zu treffen, dass sich solche Situationen möglichst nicht wiederholen. Das heißt, gesetzgeberische Tätigkeit, Regulierungstätigkeit auf nationalstaatlicher, supranationaler, europäischer Ebene und möglichst auch im internationalen Verbund, sodass solche Ansteckungseffekte dann nicht mehr die Konsequenzen haben. Wir haben ja einige, also etwa die Schaffung des europäischen Stabilitätsmechanismus und dergleichen, also einige Notfall,
Netze geschaffen, aber ich bin kein Experte dafür, da würde mich Herrn Hesses Meinung interessieren. Halten Sie die Regulierung von Banken im Hinblick auf die Verhinderung zukünftiger Finanzkrisen, die aus solchen Spekulationsblasen wie der Subprime-Crisis resultieren, für ausreichend in der derzeitigen politischen Landschaft? Nein. I'm not surprised. Ja, genau. Ich würde gerne noch eine letzte Frage zulassen. Ansonsten besteht noch die Möglichkeit, mit den Referenten anschließend beim Empfang ins Gespräch zu kommen. Bitte schön. Ja, ich bin etwas erstaunt, dass wir vorrangig über das Handling von Krisen reden. Müssen wir nicht mehr über Ursachen reden? Und sind die Ursachen nicht, dass man Rechtstitel schafft, denen keine Gegenwerte gegenüberstehen? Im Ersten Weltkrieg war das, dass wir tatsächlich kaputten Ländern sagten, du schuldest mir Geld, das definitiv nicht da war. In der Subprime-Krise wurde letztlich im System der Finanzwirtschaft mehr Geld verteilt, als die Hauseigentümer überhaupt an Zinsen zahlten. Und das hat man eine Weile kuriert, indem man die Beleihungsgrenzen hochgesetzt hat und im Zweifelsfall auch über 100% beliehen hat. Und heute haben wir einen negativen Zinssatz. Und ich sage mal, jeder hier in diesem Raum hat Ansprüche an unseren Staat. Wie soll der die Ansprüche, wenn wir auf Dauer, und wir reden ja heute immer von langen Zeiträumen, die Zinsen so bleiben, wie sie sind, wer soll diese Ansprüche befriedigen, wenn das System vollkommen ausgehebelt ist? Wir haben einen Anspruch ins Nichts. Dadurch sind die alten Krisen entstanden und dadurch werden auch neue Krisen entstehen. Oder sehe ich da was falsch? Wer vom Podium kann darauf antworten? Ich kann es zumindest versuchen. Also wir haben natürlich hier nicht über die Ursachen von den Krisen geredet, weil wir aufgefordert worden sind, über die Politik, also die Bewältigung von Krisen zu sprechen. Und die Ursachen der Krisen, der Subprime-Krise von 2007 und 2008 sind dann doch so unterschiedlich von der Weltwirtschaftskrise, dass wir dann nicht alle drei hätten hier auf dem, oder alle vier hätten auf dem Podium sitzen können. Aber Frau Ebeling, vielleicht können wir noch eine Sitzung über Ursachen von Krisen machen und dann kommen wir alle wieder. Weil ich glaube, dass es schon komplexer ist. Ich glaube nicht, dass man jede Krise mit unterschiedlichen nicht vorhandenen Rechtstiteln oder Eigentumstiteln erklären kann, sondern das Problem ist ja eben, dass jede Krise wieder andere Ursachen hat und die Kombination von verschiedenen Ursachen macht es auch so schwer, Krisen zu prognostizieren. Die wirtschaftshistorische Forschung hat ja einen ganz breiten Zweig, der versucht immer prognostisch tätig zu werden. Ja, alle 25 Jahre gibt es eine Krise und so weiter. Das haben wir ja alles abgeschafft, weil es eigentlich nie funktioniert hat. Ich würde allerdings für die Zwischenkriegs- oder die Nachkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg zumindest das Argument machen, dass die Erwartung, dass irgendjemand für dieses Desaster zahlen muss und dass sich diese Erwartungen, und das wäre im umgekehrten Fall nicht anders gewesen, das wissen wir definitiv, an den Besiegten richteten, dass die durchaus nachvollziehbar war und bis zu einem gewissen Grad auch politisch verständlich. Was wir dann vor 2007 sehen, ist allerdings auch etwas, was in der amerikanischen, also wenn wir jetzt an die Subprime-Krise denken, was sehr viel mit dem amerikanischen Traum zu tun hat. Wir haben seit den späten 70er Jahren beobachten wir in den USA eine enorme Spreizung der Einkommen und Vermögen, enorme soziale Ungleichheit und den Abstieg der Mittelklasse. Deren amerikanischer Traum konnte nur noch auf Pump finanziert werden. Das heißt, es geht nicht nur um öffentliche Verschuldung, sondern auch um private Verschuldung. Und den Lebensstandard, den Amerikaner als Middle Class ansehen, der ist im Grunde genommen sehr oft ein Paycheck von der Obdachlosigkeit entfernt, um das mal sarkastisch
auszudrücken. Es hat also in der Tat auch mit der Frage der Vermögensverteilung und mit der Frage des cui bono zu tun, wenn Sie sich klar machen, welche ungeheuren, und das ist eben auch Teil dieses Problems Moral Hazard, die Leute, die an der Wall Street für diese Entwicklung verantwortlich haben, die sind mehr oder weniger, die sind nie strafrechtlich belangt worden und sie haben zu einem erheblichen Teil auch keine wirklich nennenswerten finanziellen Einbußen erlitten. Ich glaube, die Frage der Verantwortlichkeit in Krisen ist tatsächlich immer eine sehr, sehr komplexe. Und das ist auch ein Thema, glaube ich, was die Weltwirtschaftskrise und die Finanzkrise dann ab 2007 verbindet. Ich möchte ganz herzlich den Referenten danken für die schönen Vorträge und die interessante Debatte der Volkswagen Stiftung, die uns hier dankenswerterweise eingeladen hat und das alles organisiert hat, und dem Publikum fürs Zuhören und die Fragen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim Empfang. Vielen Dank. Applaus